So. Ab in Clean Feed. Giants Gaming gegen Team Liquid. Na, wir sind jetzt im Decider-Match. Hier wird quasi entschieden im Best-of-3-Format, wer ihn das in den nächsten Abschnitt quasi ziehen kann. Rainover hat schon die erste Stelle kassiert mit dem Rengar-Bann. Wie gesagt, Rainover, Rengar-Main. Spielt immer auf Tank, was halt sehr langweilig ist, aber effizient. Und Syndra. LeBlanc wird, glaube ich, auch noch von Team Liquid gebannt. Wie gesagt, das ist die Bürde der roten Seite, dass man einfach nur diese Dinge bannen muss. Auf Teufel, get out. Orianna, wow, Gunglu hat Respekt verschafft. Das hätte ich richtig gedacht. Orianna-Bann habe ich, glaube ich, seit 1000 Jahren nicht mehr gesehen. Aber Gunglu ist Orimane. Da ist es diesen auf jeden Fall zu schwächen. Was die Jungle-Auswahl auf jeden Fall erhöht. Und mit Jungle-Auswahl erhöht heißt Lee Sin und Rek'Sai. Ja. Vielleicht bauen sie jetzt sogar Nautilus Top-Lane. Weil Lolo spielt ihn ja häufig. Aber stattdessen fokussieren sie weiter Rainover, damit es auch bei dieser Rek'Sai Lee Sin-Geschichte bleibt. Letzter Band nun von Team Liquid. Dürfen wir gespannt sein. Ich meine, sie können sogar jetzt sagen, sie bannen Rek'Sai und picken dann Lee Sin. Weil der First Pick wird wahrscheinlich nicht Lee Sin sein. Die Zähne Regel was anderes wegschnappen. Mal gucken. Wir lassen uns ja noch ein bisschen Zeit. Ash. Wow. Meine Ash ist auch ein sehr, sehr guter Hyper Carry. Vielleicht will Picklet da irgendwas vorbereiten und einfach sagen, gut, wir versuchen uns dann so schnell wie es geht den Twitch zu sichern. Aber erstmal ist Flexig dran. Ne? Flexig kennt ihr vielleicht aus der ESL-Meisterschaft. Ja, sehr, sehr junger Spieler. Und ja, auch sehr frech. Na, in-game. Aber ein bisschen frech muss man sein. Wie gesagt, man soll ja Spaß beim Zuschauen haben. Dabei hat er auch Fizz und sowas Top-Lane gezockt bei der ESL-Meisterschaft. Und das ist natürlich immer wieder bereichernd. Aber jetzt erstmal die Frage, was sich das Team gedacht hat. Es ist ja ein, ja, ein Zusammenschluss. Und es ist Rek'Sai. Wow, Rek'Sai First Pick. Das heißt, wir sehen jetzt Lee Sin von Rainover, aber Rainover, ich weiß gar nicht, ob das so ein Lee Sin Main ist. Vielleicht packt er Hecarim oder sowas aus. Gunglu sichert sich aber sofort. Wow, wir nehmen doch nicht mal einen Jungler. Holy moly. Müssen sie auch technisch gesehen nicht. Weil Rek'Sai steht ja schon fest. Lee Sin kann also nicht weggeschnappt werden, außer es ist ein crazy Lee Sin Top Lane. Aber Nautilus sich gesichert. Lolo ist anscheinend der Nautilus Main. Das müssen wir jetzt einfach so lassen. Aber vielleicht bringt er diesen Charakter ja auch neue Höhen. Mal gucken. Cassiopeia ist aber solide. Das heißt, antworten. Oh ja, bitte! Katharina! Aber das wäre ein bisschen seltsam, wenn da auch Victor dabei ist. Ich würde mich aber definitiv über den Victor freuen. Victor, Cassio ist ein Standard-Matchup, wo aber Cassio einen kleinen Vorteil hat. Mal gucken, was Knight halt draus macht. Knight wurde ja auch gekrönt im letzten Split. War ja gar nicht so bad. War eigentlich sehr gut sogar. Sensilien war, glaube ich, insane. Kann man auf jeden Fall beschreiben. Und wenn sich Upset für Jhin entscheidet, dann ja, dann werden wir bei Picklet auf jeden Fall die Ratte sehen. Ja, lockt es ein. Das heißt, Poppy ist auch Top-Lane. Tank, Todes-Matchup auf der Top-Lane. Ist okay. Und die Frage des Junglers immer noch nicht geklärt. Also ich glaube, Picklet geht jetzt eiskalt auf den Twitch. Da nimmt man sich irgendeinen nicen Support noch. Und sie können wieder Thrash gehen. Matt hat das nicht schlecht gemacht. Ramos. Ramos wäre natürlich übel nice. Aber glaube ich nicht. Also ich würde mich übel freuen, wenn es Ramos ist. Aber ich meine, Ramos, Nautilus, wenn ihr die beiden im Team hast. Ich meine, eindimensionaler geht es ja gar nicht. Geht ja gar nicht. Mal gucken. Lassen sich viel Zeit, viel diskutiert auf der Team Liquid Seite. So, okay ist. Oh, Vayne! Und Hecarim, ja. Krass. Ich hab's ja, Hecarim hat schon angeteasert. Wäre übel nice, wenn er das macht. Und er zieht sogar durch. Sehr gut. Kein Bock auf Lee Sin. Nimmt Hecarim, also die Rasur soll jetzt hier ausgepackt werden. Und Piglet nimmt Vayne. Vayne ist natürlich insane. Die Tumble Mechanik gerade gegen die Jhin Ult wirklich nicht schlecht. Wobei die Jhin ist sehr schnell, also du musst das ungefähr predicten, was er macht.
Fiddlesticks würde ich Mighty Bear lieben, aber ist auf jeden Fall Schwachsinn. Genauso wie Epicharco. Epicharco übrigens. Epicharco wäre, by the way, das Itembild der Woche gewesen. Also Epicharco Jungle. Aber haben sie gehotfixed. Also die haben mal übelst die Scalings runtergenommen. Weil er einfach, gerade auch mit Gunblade, viel zu viel Damage gemacht hat. Sehr schade. Aber Victor wurde jetzt eingeloggt als Midlaner. Und die Syra mit Jhin gemeinsam auf der Botlane. Nehmen wir jetzt im F-Support. Lohnt sich das? Ich denke nicht. Ich glaube, ich würde mich sogar über den Nami oder einen Bart freuen, weil beide in der Lage sind, die Jhin-Ult abzubrechen. Das willst du eigentlich haben. Nami hält sogar noch ein bisschen Sustain und Bart ist aggressiv genug, um das Ganze zu erleichtern. Lol. Schöner Fist-Support. Na, du haust dann die Ult auch Richtung Jhin. Aber Nami und Bart sind halt gut, weil sie beide die Jhin-Ultimate abbrechen können. So, darum geht's quasi. Mal gucken. Bleib noch sehr lange beim Fizz. Fizz sagt natürlich nichts. Also ich wäre für Nami erwartet. Oder Karma. Karma ist halt so die mildeste Lösung. Beide sehr aggressiv super am Anfang. Karma hat natürlich mehr Utility. Karma-Synergie auch sehr gut mit Hecarim. Also E-Movement Speed zu schenken ist super nice. Aber langweilig. Es ist halt eine sehr defensive Lane. Ich denke, dass Giants da einen großen Vorteil hat, aggressiver am Anfang zu sein, weil Vayne braucht halt trotzdem ein bisschen Anlaufzeit, um effektiv zu werden. Aber sie haben ein krasses Scaling, sehr, 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 sehr starkes Late Game und einen guten Engage. Ich glaube auch Rainover wird hier, also ich glaube, er muss die Trinity Force Variante gehen. Die musst du einfach mit Hecarim machen. Da ist viel zu viel Potenzial drin, aber geht danach sehr schnell tanky mit Deadman's Plate und so weiter. Es wäre sogar ziemlich cool, wenn er sagt, er geht Chilling Smite, dann natürlich ganz normal sein Trinity Force und danach Deadman's Plate, also er geht Cinder Hulk, also er skippt das Cinder Hulk um zwei Items statt um ein Item. Weil ich finde, Trinity Force gibt jetzt nicht den krassen Cinder Hulk Power Spike, weil Trinity Force so wenig Leben gibt. Aber das würde ich halt cool finden. Weil du brauchst halt die Tankiness als Hecarim. Also du brauchst ja entweder Feed oder Tankiness. Eins von beiden. Eins von beiden muss sein. Sonst würde ich sehr, sehr unschön. Aber mal gucken. Ich kann ja noch keinem Team die den Vorteil geben. Ich finde, beide haben Setups, mit denen man das Spiel für sich entscheiden kann. Und ich habe jetzt auch nur die Leistungen gesehen, die Team Liquid gebracht hat. Die war auf jeden Fall solide, aber es war halt gegen Dark Passage auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite ist Giants so weit gekommen, weil sie eventuell gegen Dark Passage gespielt haben. Also wie gesagt, es reicht halt ein Win und du bist schon in der nächsten Runde. Dann haben sie ja gegen den, keine Ahnung, was da noch für ein Team dabei war, verloren. Und schon sind sie hier. Na. Team Liquid gegen Giants. Best of three. Team Liquid, aber auch die Giganten, auch die Riesen haben hier ein Setup gewählt, womit man das Spiel gewinnen kann. Einfaches Konzept bei beiden, eine solide Frontline. Der Engage ist bei Team Liquid ein bisschen besser. Die TP-Flanks, aber glaube ich sogar mit Poppy etwas härter. Und zwei super starke ADCs, zwei super starke Midlaner, die beide wunderbar ins Late Game skalieren. Jeder auf ihre eigene Art und Weise. Jhin da ein bisschen Utility-lastiger. Und Vayne einfach nur roher, brutaler Damage. Mit einer hohen Mobilität. Vielleicht kann man das noch hervorheben. Mobilität ist gerade gegen Victor sehr nützlich, was den Laser und natürlich auch die Ultimate angeht. Da willst du halt so schnell wie es geht raus. Na, du willst da nicht drin bleiben, sonst ist GG. No. Aber über Hecarim freue ich mich sehr, weil Rainover sich entschieden hat, nicht Lee Sin zu nehmen. Lee Sin Rex haben wir jetzt ungefähr 1 Million Mal gesehen. Und zwei weitere Jungler wurden ja gebannt gegen ihn. Also Olaf und Rengar. Ja, Quengar, Rengar. Und nun werden wir schauen, wie das Ganze vorangeht. Lolo ist auch die ganze Zeit bei Nautilus geblieben. Ist okay. Wenn man Nautilus mag, dann soll man es einfach durchziehen. Absolut. Nichts dagegen. So, Blue Buff wurde jetzt gemacht.
Rainover Level 2. Geht zum nächsten Camp. Das gleiche gilt auch für Mighty Bear. Beide Jungler halt relativ zügig am Anfang. Auch AOE-Schaden dabei. Auto-Attack Reset bei Mighty Bear, was am Anfang halt gegen alles gut ist. Es ist halt sowohl gegen ein einzelnes Camp als auch gegen ein größeres Camp von Nutzem. Und ja, mal gucken. Zack, Level 2 Vorteil ziemlich gut genutzt von Knight. Also soll den Q Auto-Attack nicht durchbekommen. Der ist auch die größte Schadensquelle hierbei. Normale Q macht halt nicht viel. Das ist nett, aber der Auto-Attack ist das Wichtige. Der bringt auch das AP-Scaling sehr, sehr hoch. Was dann halt dazu führt, dass Victor generell hohe AP-Scalings hat. Weil der Laser ist einfach weird. Na, der darf ein hohes AP-Scaling haben. Und der Auto-Attack muss halt, also das Q ist halt zweistufig. Und auf dem W hat er keinen Schaden. Also er muss das irgendwie ausgleichen. Wie gesagt, es gab ja noch die Zeit. Ich glaube, ich habe sogar ein Video rausgebracht, warum spielt niemand Victor. Aber Victor wurde ja früher einfach nie gezockt. Es gab eine Phase, wo der ist einfach rausgekommen. Danach ist er sofort in Vergessenheit geraten. Und irgendwann haben die Leute festgestellt, holy shit, habt ihr euch mal die AP-Scalings angeschaut? Und dann wurde ja Rylite und der ganze Spaß noch verbessert. Also Victor war dann ja quasi nicht mehr wegzudenken. Das war einfach kein Meme mehr oder sowas. Aber als ich noch mit LoL angefangen habe, oder natürlich noch, oha, was ist hier passiert? Den Poppy würde ich nicht am Anfang nicht anlegen. Poppy ist im Melee-Battle gegen alle stärker. Oh, da kommt sofort das Ghost. Oh, schön gemacht von Flexisch. Hier hat man aber auch eine Mechanik. Oh, starker Hook, holy shit. Oh, der war übel gut. Aber es hat nicht ganz gereicht. Das Poppy ein bisschen zu kräftig auf Level 3. Aber da hat man kurz die Mechanik gesehen, ne? Es ist ein Dash, den Hecarim auspackt. Das heißt, es kann vom W geblockt werden. Aber da es ein Auto-Attack ist... Oha, der Oh, der hatte den vierten Schuss geladen. Holy shit. Upset. Ganz stark gemacht. Damit hat anscheinend Matt nicht gerechnet, dass er den vierten Schuss dabei hat. Und das, der krittet natürlich hart. Eieiei. Beinahe hier durch die Flask gestorben, oder was? Naja. Kamen gerade noch so davon. Knappe Geschichten sind hier dabei. Oder werden hier erzählt. Naja. Okay, fair flashed. Oh, schade. Da hat er nicht genug Damage gemacht. Schade. Naja. Bezogen auf Hecarim nochmal. Es ist halt ein Dash, das E. Das heißt, man wird vom W geblockt. Aber es zählt auch als Auto-Attack. Und ein Auto-Attack, der einmal initiiert wurde, und das passiert, wenn quasi das Pony die Vorderbeine hochhebt, dann ist es schon vorbei. Dann wird der ganz normal gezählt. Weshalb sie auch, also ich muss mir vorstellen, man hat ja gesehen, der Hecarim wurde hochgeworfen und Poppy zur Seite. So. Sie wurde von dem Auto-Attack getroffen und er kriegt auch den vollen Schaden davon ab. Also wenn er später Trinity Force hat, beziehungsweise erstmal das Sheen, also den Glanz, dann kriegt er jedes Mal Schaden ab. Auch den Fluch. Das Einzige, was Hecarim machen kann, der kann mit der Ult durch das Ding. Oh, hier war der Dodge nicht perfekt. Halbe AP verloren, das gilt für beide. Also auch Matt hat hier ordentlich gelitten und der vierte Schuss, der wäre ja noch gekommen. Ja, das ist halt eine Vayne, die am Anfang natürlich gegen Syrah ordentlich leidet. Und Jhin kann ja auf die eine CC seine folgen lassen. Was halt ein riesengroßer Vorteil ist. So, jetzt gibt es hier auf jeden Fall das mega Top-Lane-Battle. Zack. Schön gemacht mit der Pflanze von Rainover. Hat natürlich sich selber auch gezeigt, so die Pflanze aufgedeckt wird. Diese streuenden Pollen, die kann man halt auf der Karte sehen. Also man weiß zwar nicht, wer das gemacht hat, man weiß aber, dass es gemacht worden ist. Und ratet mal, wenn alle auf der Karte zu sehen sind, außer der gegnerische Jungler, der wer es da war. Das ist halt nicht besonders komplex an der Stelle. Aber ja, funktioniert schon. Golden Glue zieht es durch. Der will bei seinem Trade-Plan bleiben. Gravitationsfeld war nicht schlecht. Flash ist raus. Das dürfte nicht reichen. Aber ein E. Noch ein E mehr, dann hätte er auf jeden Fall den Kill bekommen. Kann aber schlecht hinterher flashen, weil das Ganze auf Cooldown ist. Piglet wieder dabei, ordentlich zu leiden. Also er wird halt auch echt häufig vom Root getroffen von Syrah. Das ist natürlich Albtraum-Szenario. Und Upset, ja, wird seinem Namen nicht gerecht. Ja, der macht das hier wirklich sehr, sehr gut gerade. Guck mal, der Handschuh hin. Ja. Karma auf jeden Fall fleißig am Schilden. Aber Piglet. Ja, das ist halt eine Vayne. Hat sich auch schon fürs Kull entschieden nach dem ersten gezwungenen Backport. Was natürlich eine gute Idee ist. Und Golden Glue. Der feedet erstmal rein. Rainover kommt dazu. Kann ja wahrscheinlich sogar noch den Return Kill bekommen.
Ja, das ist okay. Aber und es ist vor allen Dingen First Blood für Zyra. Das heißt, eigentlich First Blood. Also der Kill für Zyra, das heißt, Upset bekommt da noch nicht mal so viel Gold von. Ja, dass ein Rainover jeden Kill gebrauchen kann. Also ein Hecarim. Hecarim ist ein Charakter, wo ich halt sage, da setze ich kein Limit, wie viel Kills er sich nehmen darf. So. Bei einem Lee Sin, die sagen, zwei Kills und sowas ist in Ordnung. Eieiei. Eieiei. Der Lai. Also der Damage von beiden ist aber auch echt hoch. Grundlu hat sich ja komplett übernommen oder die sind echt nicht gut eingeschätzt. Hätte ich jetzt auch noch an der Stelle nicht gedacht. Mighty Bear. Oh, schöner Stun! Sehr gut, der wollte hier schon den nächsten Tunnel. Zweiter Kill für Rainover. Also Team Liquid kann sich da auf jeden Fall wehren, weil aber auch viele Fehler gemacht werden. Also so ganz einfach erwischt worden. Piglet kriegt auch kein einziges Tumble hin, was quasi ihn retten würde. Das ist halt super bitter. Aber das ist halt die Stärke von Zyra und die kann halt alleine so eine Lane dominaten. Auch schon hier einwandfrei hin. Aber bezogen auf die Kills, wie gesagt, Lee Sin würde ich halt sagen, der kann sich ruhig zwei Kills nehmen. Dann ist aber Schluss. Gleich gilt für Rek'Sai. Die sollen halt ihre Early-Phase gut kriegen. Die sollen schnell einen Tiamat bekommen, aber dann reicht es. Und Rainover, bitte nimm dir alles. Nimm alle Kills. Wenn du einfach nur einen Rek'Sai hast, der super früh Trinity Force bekommt, beziehungsweise hoffe ich, dass Trinity Force ist. Meine Angst ist, dass er sich Righteous Glory holt. Das Righteous Glory Build ist einfach, das ist nett, das hat auch eine gewisse Form von Utility auf jeden Fall, ohne einen gewissen Burst, weil ja, wie gesagt, diese Movement Speed in AD umwandelt, aber weiß ich nicht. Also ich bin ein riesengroßer Freund von einem Tank Setup, auch vom Jungle heraus, aber Hecarim ist halt einfach ein Champion, der einen ADC one-shottet und danach trotzdem rauskommt. Aber naja. Mal gucken. Mal gucken. Chat wird auch gefragt, warum immer noch das Armor-Pendel von Upset durchkommt. Weil man natürlich gegen eine Double-Tank-Line spielt. Und Armor, Flat Armor Penetration oder Lethality, wie es jetzt heißt, ist halt super schlecht. Oh, Piglet! Im Root ist er nicht hinkommen, wurde trotzdem verlangsamt. Vielleicht jetzt davon, aber ich glaube, da kommt jetzt ein Karma von der Seite. Kill reicht doch nicht aus, hat nochmal gegen geheilt. Es war richtig, der Heal muss vorher kommen, weil sonst ist der. Sonst steigt halt der Basewert der Ultimate oder des Schadens davon. Ist ärgerlich. Karma einmal kurz weg. Piglet sofort Summoner Spell los. Läuft aktuell nicht so gut. Aber bezogen auf das Penetration Build. Ja, es macht halt die Lane einfacher. Lethality ist halt unglaublich boosted so als Stat. Ist halt wirklich schlecht. Weil du vom Level des Gegners abhängig bist. Wenn er ein niedriges Level hat, dann penetrierst du wenig. Aber du hast halt ein bisschen den Lane-Vorteil. Jeder Base-Besuch ist sehr effizient. Du machst ja trotzdem noch den Bonus-Schaden und so weiter. Also das ist schon, es ist schon für die Lane und um Vayne klein zu halten, wirklich sehr, sehr gut. Und man sieht es hier. Oh, schöner Root! Der muss also ulten, hat kein E mehr zur Verfügung, aber der Base-Schaden ist da genug. Ja, schön gemacht auch hier von Piglet wieder an der Stelle. Oh, da will man natürlich rein. Hast denn hätte noch zwei Autotex gebraucht, wäre es vorbei gewesen, Golden Glue. Ja, erledigt im 1 gegen 1 mal diesen Kollegen. Oh nee, Haslin überlebt es. Oh. Sogar noch das Minion gesmeidet, damit das ja nicht den Kill holt. Schade. Beziehungsweise starke Macht von Giants. Also Mighty Bear gibt sich hier größte Mühe. Aber hier, achso, okay. Da kann er nichts machen. Er flasht halt sogar sofort dafür. Er ist ja nicht sicher, ob Knight da wirklich den Face-Check wagt. Aber dann heißt es einfach nur E-Spam und diesen Teamfight für sich entscheiden. Schöner Double-Knock-Up hier auch von Mighty Bear. Aber das Hustlen überlebt halt super, super ärgerlich für Team Liquid. Dadurch steht es aber 4 zu 4. Bisher eine spannende Geschichte. Also es ist wirklich nah beieinander. Ja, das Upset kurz in der Mitte war es auf jeden Fall relativ ungewöhnlich. Kann man machen. Auch Lolo behauptet sich gegen Flexig. Also wirklich eindeutig. Formvorteil ist auch gegeben, aber der ist nicht groß, wenn man die ganze nächste Wave bekommt. Ist kein Ding. Das ist natürlich die Double-Ring-Variante. Ja, wenn du aggressiv bist, wenn du vorne bist, ist halt Double-Doran wirklich. Also ich mag es persönlich nicht, weil es einfach nicht in jedem Szenario klappt. Aber hier, wenn du der Aggressor bist, ist es schon ganz nice. Ja, gibt sich da auf jeden Fall größte Mühe. Hast auch einen übelsten Wave-Clear. Also der Wave-Clear ist einfach nur dumm. Dumm hoch. Und Gank brauchst du da oben gar nicht zu erwarten. Also weder Mighty Bear noch Rainover sollten Zeitverschwende da oben hingehen. Das ist halt einfach Schwachsinn. Einfach nur weak. Aber mal gucken. Wie gesagt, der Jhin kann ja am Anfang auf Penetration gehen, obwohl natürlich Ghostblade wirklich die ein oder anderen Nerfs erfahren hat. Es ist immer noch auf Jhin spielbar, weil es gegen weiche Charaktere funktioniert.
Das Sentry-Build und so weiter hat es natürlich jetzt durchgesetzt, aber es braucht auch länger. Ich muss dazu sagen, auch wenn es genervt worden ist, ist Ghostbait schneller, effizient. Gegen eine Vayne willst du schnell einen Vorteil haben, weil im Late-Game verlierst du. Da verliert man einfach eiskalt. So, Piglet. Na, der lässt sich jetzt Zeit. Vayne wird mehr oder weniger gefreezed. Wenn man hier in Ruhe an Farmer ist, ist fast 20 hin, das ist ein großer Wert. Das will man natürlich nicht sein. Sieht schon die Crits. Sind schon relativ hoch. Jetzt will man den Turret haben. Turret First Blood wäre auch katastrophal. Dann wäre der Jin insane weit vorne. Wow, was machen die denn? LOL, die teilen sich das rein. Why? Den Jin so einen großen Vorteil geben können. Rain over. Er hat die Ultimate. Wir können jetzt einfach durchholen. Ja. Oh, what? Wo hat denn er die Ult hingemacht? Normalerweise ultest du durch. Also Rainovers Ultimate mit dem Hackerim, da bist du im Ragnarok-Modus. Da kann dich keine CC treffen. Aber hier scheint es anscheinend eh keine Rolle zu spielen. Flex sich aber mit einem relativ soliden Manöver. Oh nee, den Dive sollten sie nicht wagen. Oh, stark! Sucker, Flex sich ist absolut frech. Ja? Flash dafür das Q nach vorne, weil der nächste Tower-Shot da schon unterwegs war. Golden Gloom mit einer starken Ultimate. Hustlen ist tot. Also der überlebt das hier niemals. Dafür aber Golden Gloom austausche. Oh nee, hast du dann aber den Kill erhalten. Aber das willst du halt in so einer Situation bei so vielen Assists nicht. Also Zyra kann Kills ohne Ende nehmen. Habt ihr ja schon gesehen, dass der Damage ja nicht schlecht ist. Aber Giants spielt wirklich gut. Also auf jeden Fall ja, absolut solide. Und es ist immer noch ein EU-Battle. Ja, muss auch dazu sagen. Und Giants, wisst ihr ja, ist ja nicht das Team, was jetzt hier dafür bekannt ist, große Wellen zu schlagen. Aber hier flexig, ja, aus der ESL-Meisterschaft, direkt importiert, Richtung Giants. Zack, Fleisch nach vorne. Hup. Und der Turret macht den Rest. Sehr cool gemacht. Sehr, sehr cool gemacht. Ja, Zyra hat 4 Kills mittlerweile. Ich hatte irgendwie 2 Kills jetzt in Erinnerung. Aber es sind einfach 4! Das ist halt zu viel. Ich meine, jedes Mal, wenn der ADC einen Assist kriegt und und vor allem da noch jemand dabei ist, dann kommt da kein Gold bei rum. No. Du kriegst dann wirklich als Kill-Dude, kriegst du 300 Gold, wenn es ein ganz normaler Charakter ist. So. Das heißt, das Assist-Gold liegt bei 150. Und dieses Assist-Gold teilt sich mit jedem rein, der daran beteiligt war. Das bedeutet, habt ihr den zu zweit gekillt, ist das Assist-Gold 150. Habt ihr ihn zu dritt gekillt, kriegt einer 300 und die anderen beiden 75. Und was will ein ADC mit 75 Gold? Das sind 3 Minions. Das ist halt... Also ich bin ja auch ein großer Freund vom Killstil, so. Weil ich einfach nur will, dass die Leute wirklich sicher sterben. Und ich hasse, wenn jemand mit einem HP wegkommt, weil ich nicht geknightet habe oder sowas. Aber... Oh, schon wieder Piglet! Ah, schönes Exhaust. Matt hat da wirklich gut reagiert. Er wäre tot gewesen oder wäre fleischlos. Einfach konsequent den Jungen erschöpft. Naja, Fakt ist auf jeden Fall. Hauptsache, der Kill geht sauber durch. Zack. Oh, der hat ihn. Das ist so witzig bei der Poppy Old, ey. Sobald sie die gecastet hat, und das ist gefühlt ab der Hälfte der Charge-Zeit so, ist CC egal. Also du kannst sie wirklich abbrechen, während sie den Hammer noch schwingt. Aber er hat vorher losgelassen. Und wenn er vorher losgelassen hat, ist GG. Ah, da. Oh, schönen guten Tag. Ich bin Hackerim. Du hast mich zwar auch halbiert. Oh, starke Ult. Das war wirklich clever. Der vierte Schuss kam nicht ganz durch. Da ist die Attack Speed von ihm einfach zu gering. Ja, tot gewesen, glaube ich, Rainover. Hat noch wenig Rüstung. Das heißt, das Ghostblade macht trotzdem Arbeit. Das hat jetzt eine Penetration von 10, by the way. Ah, Lethality von 20. Hätte jetzt... Ah ne, sogar weniger. Ein bisschen mehr, meine ich. Aber schön gemacht von Golden Glue. Ja, der holt halt die Solo-Kills. Oh, bitterer... Oh, das Q hat getroffen! Jetzt aber hinterher! Jawohl! Er kriegt den sogar noch. Ganz stark gemacht von Golden Glue. Also richtig gut. Na, ah, die Explosion fand sie nicht geholfen. Aber da ist er noch... Nein, das ist echt nochmal hingegangen. Das war übel dumm. Hätte er einfach nicht machen müssen. Zack, hier kam wieder die Combo mit dem Flash. So, jetzt wird er hochgeworfen. Jetzt hätte ich ihn Mighty Bear alleine gemacht und er lässt sich nochmal vom Q treffen. Und wenn das Gift auf ihm drauf ist, dann macht das eh dreimal mehr Damage.
Heilt sogar noch. So, Piglet hier im harten Fokus. Hat sich hier erwischen lassen. Sanjay nicht Piglets Tag. 0-2-1 bisher. Farmtechnisch unterlegen, wobei der Djinn, den werden wenigstens die Kills alle geklaut. Also ist mehr oder weniger Wurst. Aber 7-7. Relativ ausgeglichen. Wenn man aufs Gold natürlich schaut, sind die drei Turrets, die Giants hat, ja ein nicht unwesentlicher Nachteil. Vorteil eher insgesamt. Da muss die Liquid hinterher. Aber ich denke, das kriegen sie hin. Golden Glue macht halt echt einen guten Job. Der gibt sich größte Mühe. Und mit Vayne hat man sowieso das Late Game. Und der Hecarim. Also, wie gesagt, wir haben jetzt noch keine großartigen Teamfight-Situationen gesehen. Aber wir können halt bemerken, dass natürlich mit dem Trinity Force der Hecarim die Leute wirklich one-shottet. Also er kann halt wirklich am Supporter kurz vorbeifliegen und killt den. Aber wobei, Zyra macht halt ihren Job, wenn die einfach nur alle Tasten gleichzeitig drückt. Kurz bevor sie stirbt, dann hat sie eigentlich alles schon gemacht. Karma sollte da mehr am Leben bleiben, um halt länger zu schilden und mehr Utility zu geben. Und Zyra muss halt nur einmal Damage machen und das war's. Dann hat sie ihren Job im Teamfight erfüllt. Ja. Mehr gibt es da nichts zu tun. Rainova reitet fleißig vorbei. Er wird jetzt, glaube ich, auch hier Upset one-shotten. Das wäre, denke ich, absolut kein Problem. Dua wird hier entspannt abgegeben. Drachentechnisch gesehen dann auch wenig Motivation bei den Teams. Ist auch in Anführungszeichen nur ein Ocean Drake. Auch nicht so attraktiv. So, aber ich glaube jetzt, na, man teilt sich ja auf. Zack, da kommt er angeritten. Rittet da in sein Gesicht. Schön, wenn man sieht, Zyra macht halt insane viel Schaden. Weil natürlich auch der Ocean Drake daran beteiligt ist. Also ich glaube, den müssen sie durchziehen, oder? Oh, Rainover will unbedingt. Aber aus der Djinn Ultimate sollte man rausrennen. Piglet hier wieder kurz festgehalten. Der hat echt kein Glück. Und hier hat man sogar den Drachen übernommen und geklaut. Also Giants hier ganz, ganz stark. Ganz aggressiv. Team Liquid noch ein bisschen zögert. Ich glaube, den Drachen hätte sie einfach schnell durchziehen müssen. Die Djinn Ultimate ist natürlich verheerend. Mit der hohen Reichweite. Oh, Rainover. Lol, der bewegt sich nicht. Und Mighty Bear, ja, sucht überall, außer im Busch. Das ist natürlich ärgerlich. Jetzt geht er rüber. Aber man sieht schon Matt. Ja, hellhörig. Weiß, dass da etwas aus dem Untergrund kommt. Und bleibt da ganz entspannt. Aber Team Liquid mit dem TP-Play. Also, da kommt Nuolo durch. Das Team versammelt sich. Rainover hat seinen Ghost. Er hat seine Ultimate. Er hat alles da, was Schaden macht. Karma schon ziemlich tot. Jetzt kommt man von allen Seiten. Upset. Der ist nicht da und der wehrt sich. Zyra kriegt den nächsten Kill. Jetzt wird Knight fokussiert. Oh, der lebt halt immer noch. Nein, jetzt nebenbei mit dem E vernichtet worden. Also ein 2-1 Tausch bisher. Matt kann sich nicht beteiligen. Golden Glue an die Wand gedonnert. Der kriegt jetzt hier den Tank Damage des Todes ab. Oh, der überlebt das. Oh, der heilt sich dagegen mit den Twin Fangs. Golden Glue. Super stark gemacht. Jetzt wird aber abgeholt schon wieder von Zyra. Alter, was ist da los? Was ist mit Hustlin los, ey? Der hat 7 Kills hier, glaube ich. So, jetzt kommt noch ein Hook. Oder nee, er wird vom Sunfire getötet. Nee, der Auto-Attack hat sogar noch gereicht. Also ganz stark von Team Liquid das rumgedreht. Aber Golden Glue, der mit den Twin Fang beißt, ist ja der Wahnsinn. Schönes 4 auf jeden Fall. Auf Myxie verteilt. Man wird gewone-shottet. Das passiert halt. Hustlin drückt halt einen Damage raus. Den willst du einfach nicht haben. Und Lolo hält halt hier ewig lange durch. Allein das Sunfire hat hier bestimmt hier 500 Schaden gemacht. Der ist ja in 5000 Mann hier die ganze Zeit drin, lebt halt immer noch. Turret-Shots von Mighty Bear werden links und rechts abgefangen. Und Golden Glue, ey. Wurde hier natürlich komplett zerstört. Oh, der Karma-Schild an der Stelle. Ah, fast genug, die Minions nerven halt. Aber man sieht es schon, Hustlin brennt, der verliert HP einfach nur, weil er in der Nähe ist. Aber schön, das war ein schöner Teamfight. Genauso wollen wir es sehen. Nur Piglet darf jetzt mal mitspielen. Ah, der ist ja völlig useless. Ja, noch kein Auftrag. Er wird auf jeden Fall seine Time to Shine wird noch kommen. Rainover sofort am rausulten. Alter, stell dich mal bitte. Alter! So geboostet! Mann, wie das kann doch nicht so schwer sein, sich vor diese versüfte Ultimate zu stellen, ey. So bad, ey. So bad. Naja. Turret wird fokussiert.
Wir sind einmal gelobt und schon machen die Dinge. Alter. Alter. Naja. So, Flexisch. Immer noch sehr selbstbewusst, weil vier Mann auch in der Nähe sind. Erst denn von der Seite. Versucht er hier auf jeden Fall noch ein paar Kills rauszuholen. Turret aber down. Das war das Hauptziel. Jetzt will man aber trotzdem fighten. Flexisch, der überlebt halt wirklich lange. Jetzt zu fokussieren lohnt sich nicht. Ist auch bald Geistessicht fertig. Naja. Also auf jeden Fall kein perfektes Game. So viele Fehler, ey. So viele sinnlose Fehler. Also, dass die Jhin-Ulta auch trifft nochmal, ist halt der Wahnsinn. Und ich meine, Upset hat jetzt den zweiten Kill dadurch bekommen. Es ist sein zweiter Kill! What the hell? Einfach nur GG. Einfach nur GG. So, Krabbe down. Wie gesagt, beide Teams können auf jeden Fall hier noch was reißen. Der Turret-Vorteil für Giants ist halt einfach nur riesig. Aber den kann Team Liquid jederzeit aufholen. Also Turrets sind ja einfach bekannt dafür, einfach nur Geldbeutel zu sein, die auf dem Boden liegen und einfach nur gut verpackt sind. Ah, du musst sie nur aufknacken. Tank Battle beginnt erneut. Ah, man sieht schon, beide hier mit einem Koexistenzvertrag. Sie können sich halt auch gegenseitig nicht umbringen. Das Einzige, was Poppy und Nautilus jetzt verlieren, ist Mana. Aber AP wird ja auf jeden Fall nicht geloost. Oder wenn, dann dauert es sehr, sehr lange. Auch keiner von beiden ambitioniert, den anderen irgendwo reinzulocken oder um Hilfe zu rufen. Also mit Hackerin gemeinsam können sie hinhauen. Geht ja auch schon langsam sich auf Deadman's Plate. Dann kommt dann wirklich der One-Shot mit dem E. Zack, Root ging rüber, hat nicht ganz getroffen. Verrät aber indirekt die Position. Und dadurch wissen sie natürlich, jo, da ist mindestens Syndra und nach dem Q auch mindestens Rek'Sai. Oh, der Hook. Der ging auf jeden Fall daneben. Schild muss man auch bedenken bei Nautilus. Das ist ein sehr hohen Cooldown. Also unfassbar hoher Cooldown. Deswegen ist Cooldown Reduction nach Nautilus echt stark. Jetzt können wir es probieren mit der Vayne. Aber auf jeden Fall genug Schaden. Knock-up sitzt. Frage ist, wann channelt er seine Ultimate? Wird jetzt aber schwierig werden. Stun ging nicht durch. Zack, der Hammer wird geschwungen. Da ist keine Vayne mehr. Baron und... Oh, Flexisch überlebt das. Ich sag ja, der ist frech ohne Ende. Steal von Rainover. Ganz stark gemacht. Und oh, Golden Glow, bitte übernimm dich nicht. Bitte geh einfach nur raus. Matt hat sich schon für dich geopfert. Aber du bist auch tot. Oh, nee. Rainover muss denken, report my team. Ah, der hat den Baron echt geschafft zu stehlen. Botlane kriegt es nicht hin, den Kill zu holen. Piglet muss da flashen, finde ich. Also, der muss halt wissen, okay, jetzt wird der Hammer gleich losgeschickt. Flash einfach in irgendeine andere Richtung. Das ist, ja, die Mechanics hat er dazu. Aber anscheinend nicht das Brain. Super ärgerlich. Starker Steal. Also, mit dem Baron hätten sie auf jeden Fall hier wesentlich mehr machen können. Piglet nun ein bisschen in der Bombe gefangen. Lurlo tankt und tankt und tankt. Flexisch natürlich jetzt kerngesund hier mit dabei. Also, sie nehmen trotz der Baron-Losigkeit mindestens den Turret. Aber da war viel mehr drin. Also Golden Glue hat sich da komplett übernommen. Matt war halt der Support, das kennt ihr alle. Ihr versucht jemanden zu unterstützen, der wahnsinnig ist und ihr sterbt. Genauso wie Lolo. Der geht hier einfach mal mit dem TP rein. Tankt natürlich übelst viel, aber Rainover kann da nicht, der kann da nicht durch, er hat keine Ult. Hätte er jetzt das W gecastet, hätte Flex ihn sofort hochgeworfen. Instant. Also ich meine das E gecastet, ja. Leute. 5000 Gold Vorsprung für die Giants. Ich will nicht davon reden, dass hier irgendetwas verdient ist, aber die machen halt beide wirklich krasse Fehler. Aber aktuell macht Team Liquid einfach mehr. Also das hier war schon super nice. So, auch die Ult von Golden Glue und jetzt ist Rainover tot und dann haut man ab. Der ist halt erst dann, hat er sich zurückgezogen, als er exhausted wurde. So, natürlich willst du hier für das Powerplay gehen, aber das sind halt 1 Million Gegner. So, du kriegst ja halt kein Reset oder sowas. Also klar, Dangerous Game, aber es ist halt wirklich nicht viel Leben und Mana, was du da wieder bekommst. Es macht halt eiskalt keinen Sinn. Du hast den Steal, dann hast du 4 Mann mit Baron. 4 Mann. Ist halt RIP. Zyra hier mit dem Needlessly mittlerweile dabei. Und der Maske, die Maske ist halt schon fertig.
Zyra ist halt vollwertiger AP-Carry. Aber man sieht es. Ein bisschen, also ein Baron-Buff reicht ja aus, um ihn dann auf die Lane zu verteilen. Das heißt, Botlane alles abgerissen. Team Liquid hier also ein Stück weit schneller gewesen und könnte es vom globalen Gold her aufschließen. Auch Vayne kommt langsam aber sicher an die Items. Auch wenn Jhin natürlich die Penetration zur Verfügung hat, um Nautilus und Rainover ein bisschen Schaden zu machen. Ja. Ich sag mal, das Spiel hat auf jeden Fall eine gewisse Spannung, soweit es ausgeglichen ist, aber... Also das sind halt... Das sind natürlich Fehler dabei, wo ich ja denke, das ist einfach nicht richtig. Wenn du den Baron bekommst, dann raus. Dann sollen möglichst viele Leute den Baron haben. Das ist ja nicht nur die Möglichkeit zu pushen. Also die ist natürlich auch sehr wichtig, aber Baron gibt nach wie vor Stats. So, Gundu ist tot. Oder... Oh, der lebt halt immer noch! Oh, der Schuss ging daneben! Und die Ult hat nicht gereicht! Zack, jetzt kommt der mehr oder weniger One-Shot. Na, mit der Hilfe von Piglet. Oh, Upset hat sich viel zu weit nach vorne begeben. Hat gedacht, die letzte Kugel ist da, der Tod. Und Team Liquid kann jetzt hier aufräumen. Flexig gibt sich Mühe, weil er ist Full-Tank. Er macht eine Vayne ordentlich zu schaffen. Zack, da kommt die Nautilus-Ult. Also Lolo wird hier noch Tage durchhalten, aber die Leute müssen aufpassen. Rainover ist super low. Der darf da nicht rein. Piglet gibt... Oh, Mann! Rainover! Why? Zack, jetzt hat er natürlich den anderen noch wenigstens reingebaitet. Also Lulu kann da Tage drin bleiben. Auch Piglet hat noch Range. Aber Rainover, Alter. Einfach nur da. Darauf Flexig hat. Der hat nur drauf gewartet. Bis er sein E casten kann. Und das war's. Eieieiei. Hier. Man hast du das dauerhaft eingefroren hier. Das ist einfach frozen, ist der. Oh Mann, ey. Das ist halt... Oh, das ist so unschön, Leute. Das wisst ihr selbst. Also war auf jeden Fall ein schöner Teamfight von Team Liquid. Und hier nochmal ganz großes Lob an Piglet und Gondu, wie lange sie hier gemeinsam durchgehalten haben. Auch das Redemption übel wichtig von Matt, dass Gondu so lange lebt. So, jetzt kommt Rainover dazu. Boah, ja, Ulti da voll wieder rein. Knight kriegt man. Upset ist super low. Der ist auch viel zu weit nach vorne gegangen. Muss jetzt die ganze Zeit nachladen. So, schön gemacht von Dolo, von der Poppy-Ulti weggeflasht und jetzt überleben wir beide super close, weil einfach nur das Warlords da extrem viel Arbeit macht. Auch schöner Sidestep hier von Piglet, um den Root zu entkommen. Was macht Rainover hier? Hau einfach ab, du bist Melee! Er ist einfach nicht von Nutzen! Eieiei. Schade nochmal, wenn Lolo noch den letzten Hook getroffen wäre, einfach MVP des Todes. Alter. So, Rainover. Er hat noch die Ult. Aber, ja. Er hat auf jeden Fall auch das Guardian. Ich glaube, jetzt muss er sofort rausulten. Sofort zu Hustlen. Oder sofort zu... Egal, wo er der wäre eh tot. Schon wieder ein absoluter Gurkenfehler. Ich meine, du hast das Guardian Angel gerade gekauft. Lässt sich dann irgendwo in Spanien erwischen und bist tot. Was ist das für ein Till? Das ist doch keine Kommunikation. Was aber hier deutlich wird, dass jeder auch vom Gold her gleich ist. Rainover hat doch unfassbar viel Farm. Einfach so viel Farm wie der Midlaner. Ja, geh. Naja, Midlane-Inhib. Wird es natürlich easy peasy mitgenommen. Und der Rainover wird es auch schwierig sein, die Teamfights für sich zu bestreiten. Auch wenn Dolo anscheinend Bock hat. Aber jeder Hook würde jetzt entweder in Rek'Sai oder in Poppy landen. Das ist natürlich nicht optimal. Aber wir sehen schon. Man muss hier als Team zusammenarbeiten. Der einen Seite und natürlich diese Flüchtigkeitsfehler. Das waren jetzt 12 Stück gefühlt. Die hat auch so viel Kosten. Meine Rainover erwischen lassen, Inhib down. Der Inhib hat natürlich kein Turret gehabt, aber und Midlane Inhib zu verteidigen ist auch noch relativ, also nicht zu verteidigen, sondern wenn der mal kaputt ist, ist es auch nicht so tragisch wie eine Sidelane, aber es ist trotzdem nervig. Es ist einfach trotzdem super nervig. Naja, viel gepinkt. Ort sollen platziert werden. Hustlen ist immer noch Mr. Freeze. Mio, ich finde, das sollte einfach jeder Skin so haben. Einfach so Eiszapfen hinter sich lässt. Oder es müsste so sein, wenn du Rylas fertig gebaut hast, dann sollst du... Ich finde es ja cool, die haben ja irgendwann mal das geändert. Also jetzt auch schon vor 100 Jahren, aber es ist trotzdem optisch schön, dass der Rylas-Effekt ja nicht nur slowt, sondern dass er auch die...
dass sie auch so ein Einfrierungs-, so eine Animation hat, ne? Dass du so, so weißlich oder bläulich halt wirst. Als wenn du über, übersät bist mit Eis. Sollte man vielleicht auch machen, wenn man gegen das Item fertiggestellt hat. Ja. Weil du das Kristallzepter hast, sollst du einfach so eine schöne Eisbahn hinter dich lassen. Das wäre einfach nur schön. Ja. Einfach nur the dream. So, hier wartet man nun. Saar Elessar, Mighty Bear ist am Haken. Mit der Vayne macht man da ordentlich Damage. Redemption kam schon raus, quasi präventiv. Knockup ist trotzdem durchgekommen von Nautilus. Wie gesagt, die Tiefenladung, wie sie im Deutschen heißt, die braucht halt 10 Jahre, ehe sie da ist. Hat das Set am Ende des Tages doch getroffen. Solo macht aber echt einen guten Job. Also, wie gesagt, das ist, glaube ich, der beste Nautilus, den ich bisher gesehen habe. Bin immer noch kein großer Freund von ihm, aber... Also von Nautilus Top Lane. Aber er macht es wirklich nicht schlecht. Trifft viele Hooks. Ja, echt eine abartige Tinkiness an den Tag bisher gelegt. Hier kriegt man sogar den Airdrake. Oder den Cloud Drake. Matt lässt sich wieder erwischen. Ich sag mal, das ist der 12. sinnlose Kill, wo man alleine irgendwo stirbt. Auch wenn man hier natürlich als Support die Aufgabe hat, den Baron zu warden. Sie fangen jetzt sogar an. Aber das wirkt halt gerade nicht koordiniert. Weil die, das wird teuer. Also wenn sie hier den weiter kämpfen lassen, die brauchen halt Karma hier in dem Moment quasi gar nicht. Reynoa wartet, sein Ehe hat bald aufgehört. Jetzt kommt Piglet, schafft es nicht ganz über die Wand. Ja, geht halt mit dem Tumble Ice, kann nicht. Golden Blue separiert sich vom Team. Lolo ist da der Verteidiger. Wirft den Kollegen hoch. Rainover kassiert! Der platzt sofort auf. Man hat zwar auf der anderen Seite den Tank bekommen, aber ohne Schutz ist Piglet sofort down. 2 zu 1, straight 3 zu 1, wenn man technisch gesehen noch. Einfach eiskalt 3 zu 1. So. Muss hier technisch nichts sehen. Oh. Also wenn man Matt quasi dazu zählt, meine Matt hat sich ja vorher erwischen lassen, so. Das meine ich damit, aber die Death Timer sind ja bei der 34 Minute schon saftig hoch. Und Giants, ich meine, Giants ist eiskalt, okay? Es werden viele Fehler gemacht, aber aktuell macht Team Liquid unfassbar mehr und konsequenzreichere, ja. Midlane in den verloren durch zu erwischen lassen, jetzt den Baron verloren. Ich meine, hier hat man einfach eiskalt weitergekämpft. Ich halt auch sage, ist okay. Macht einfach nur. Der letzte Schuss ging jetzt ja auch daneben. Rainover extrem manalos. Wird hier gesaunt von der Victor Ultimate. Stürmt da jetzt rein. Und kassiert von Upset extrem. Also der Damage, den hier gerade der Kollege rausgehauen hat, war einfach nur unnormal. Und Jhin kann sich halt im Traum, also mit 4 Items vor allen Dingen jetzt, kann sich halt doch schon sahnig wehren. Und jetzt mit dem QSS ist auch in der Lage, sich entweder von der Cassio-Ultimate zu befreien, wo er eigentlich niemals erwischt werden sollte, oder auch von dem Stun des Lolo. Beziehungsweise das 4 von Rainover. Wenn der dann nebenbei getroffen werden sollte, ist natürlich so ein QSS auch ganz praktisch. Es gibt ja auch Magieresistenz, was den Schaden von Lolo und Golden Glue so ein bisschen reduziert. Aber wir sehen noch nichts von der Stärke von Vayne. Also das ist halt so ein paar Sachen, klar. Man hat viel Schaden an Mighty Bear gemacht. Aber es war jetzt auch nicht überragend. Oh, den Angel jetzt für die Frontline fertig, beziehungsweise nicht mehr auf Cooldown. Rainover traut sich aber hier nicht rein. Der wird ja viel zu krass kassieren. Die müssen halt schon näher ran. Hook ging raus. Turm lebt immer noch. Rainover traut sich aber hier nicht zu flankieren. Der würde hier extremst leiden. Und er braucht das E. Er braucht diesen Charge vom E, damit er diesen unnormalen Bonusschaden anrichtet. Und der, das wird halt sofort abgebrochen. Du hast Poppy, du hast Zyra, du hast Rek'Sai, so viele Möglichkeiten zu disengagen. Die Situation dadurch natürlich zu entschärfen, dass ein Flank wirklich sehr schwer wird. Aber er bleibt da auf jeden Fall in der Nähe. Hast ihn jetzt sehr weit außen. Vielleicht könnte man ihn jetzt erwischen. Der Engage ist da. Upset. Der muss jetzt überrannt werden. Jetzt kommt das Pony. Oh, da war noch eine Mine. Die hat ihn verlangsamt. Oh, der zieht es nicht durch. Der zieht es nicht durch. Der Turret-Verlust ist nun gegeben. Flexig kassiert aber auch ordentlich. Der muss jetzt aufpassen. Piglet aber festgehalten. Der traut sich näher ran. Der Hook sitzt auf Poppy. Jetzt ist die Ultimate aktiviert. Redemption ist da. Golden Glue lebt halt immer noch. Zieht sich jetzt zurück. Das wird ein guter Fight für... Oh! Der ist einfach in der Ult gestorben. So viel Schaden da kassiert. Wird aber wiedergeboren werden.
zack, jetzt rennt er da nochmal drüber. Upset ist jetzt mehr oder weniger alleine. Rexer wird ihn nicht lange verteidigen können. Und nun heißt es, oh Gott, der Schaden, den hier Jin rausbildet. Mighty Bear kommt jetzt hier random dazu, nur um zu sterben. Upset hat so gut gespielt, wird jetzt hier aber gnadenlos alleine sterben. Und Team Liquid gewinnt diesen Fight ohne Verluste. Sehr, sehr stark gemacht. Ganz, ganz großes Lob. Diesmal wirklich fehlerlos. Ich hätte zwar gedacht, dass man hier Upset früher überrennt, aber Lolo hat jeden Hook getroffen, war einfach ein Beast in dem Fight und Golden Glue. Trotz Exhaust, Twin Fang, der sich hier wieder auf volle HP hoch, überhaupt kein Problem. Hier hat jeder seinen Job gemacht. Und Upset, der gibt sich halt hier größte Mühe. Aber wenn du so alleine bist, ich meine, es ist halt keiner tot von Team. Die sind halt alle da. Und ein Champion muss halt nicht volle HP haben. Ein Champion muss nur in der Nähe sein und seine Spells rausdonnern können. Und Lolo trifft jeden freaking Hook, ey. Das ist halt der Wahnsinn. Das ist halt wirklich Wahnsinn. Und das ist auch der Punkt, wo Team Liquid natürlich eine große Stärke hat. Wie gesagt, das Late Game mit Cassiopeia ist insane. Das gleiche gilt im Prinzip für Victor, aber sie funktionieren beide doch ein bisschen anders. Gerade Golden Glue muss geone-shotted werden, weil sonst heilt er sich halt übelst gut hoch durch die Twin Fangs. Und Victor hat das Ganze halt nicht so zur Verfügung. Victor kann mit einmal wirklich viel Burst Damage rausdrücken. Dann kann er halt sehr gut kiten mit dem Q. Und hat halt auch viel. Er ist halt Midrange. Und kann halt über verschiedene Distanzen viel Schaden anrichten. Und Cassiopeia muss nur leben. Also bei Cassiopeia muss man sich vorstellen, als ob sie Lifesteal hätte, okay? Wenn sie nicht mit einmal down gebürstet wird, heilt sie sich halt übelst hoch. Und Victor wird halt, keine Ahnung, wenn ihm das Gleiche passiert, haut er die Combo raus und dann zieht er sich zurück. So, Redemption, so wird gecastet. Eine sehr gute Golden Gun, wieder volle HP. Die Hälfte verloren, Redemption drauf, ist wieder komplett geheilt. Das ist halt die Macht von Karma und den aktuellen Support-Items. Also hier easy peasy, den Engage sofort entschlüsselt. Und jetzt der nächste Powerhook. Wann wird der kommen? Rain over. Oh, sofort aufgehalten. Aber, oh mein Gott, das Miasma godlike platziert. Reißt ihn das sofort ab. Piglet, ja, der... Ja, gut. Das war ein Crit, sage ich mal. Crit Vayne ist da. Hat jetzt leider den Next Drinker verloren, aber ist nicht schlimm. Gibt auf jeden Fall Schlimmeres. Ja, Team Liquid holt das Ganze jetzt übers pure, die pure Late-Game-Stärke und fallen die Möglichkeit, so hart zu engagen raus. Die ist einfach besser. Giants hätte flankieren müssen. Der Poppy Flank ist nice. Aber wenn Mighty Bear ganz normal mit dem Tunnel engaged, dann sieht man es. Redemption Halter, also er hat auch schon viele Items, die natürlich die Heilung verstärken und die stacken ja auch alle, also wenn es unterschiedliche Items sind. Und das klappt wunderbar. Team Liquid, also das Spiel nicht unbedingt verdient gewonnen, aber über das Scaling. Also sie haben, oh lol, den hat es einfach eine Tausender weggekrittet. Ja gut, der hat es nochmal Piglet zerfetzt. Aber ist in Ordnung, war sehr, sehr schön. Auf jeden Fall eine spannende Begegnung, die nochmal wach macht. Aber super fehlerreich. Wirklich viele, 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 viele Fehler. Insane viele. Giants hätte jederzeit gewinnen können. Beide Teams hätten jederzeit gewinnen können. Im Late Game ist nur so, du bist halt einmal tot und versaust dann das gesamte Spielverein. Aber schön. Also das muss ich halt wirklich sagen. Wirklich eine angenehme Begegnung. Das hat doch ganz gut Spaß gemacht. Ja, manchmal überlegt man sich ja, ob man LOL einfach die 20 Minuten vorskippen sollte. Ja. Aber war nice. Wir machen jetzt auf jeden Fall eine kurze Pause und sehen uns dann in 3,5 Minuten wieder. Bis gleich.
Tja. Aber es geht. Alter Schwede. Ich habe ja gestern ein Video rausgehauen. Auf YouTube. Wo ich ja so ein bisschen... Also eigentlich ist es gestern ein Tag gewesen, wo ich halt wusste, ich schaffe YouTube-technisch wenig. Wir haben gestern viel gedreht. Unfassbar viel gedreht. So, es war übel lustig. Aber auch sehr... Also ich meine, ich jetzt halt einfach... so witzig. Ne? Der Dreh ist fertig nach keine Ahnung wie viele Stunden. Plus natürlich, ich hatte ja vorher Cast und alles. Und das sagt einfach jeder. Ich habe übelst Kopfschmerzen. Jeder hat einfach Kopfschmerzen gehabt. Danach. Aber ist auch okay. Auf jeden Fall wusste ich halt, dass ich nicht viel Zeit habe. Und sehr viel Auto fahre. Und wenn ich sehr viel Auto fahre, dann denke ich halt sehr viel nach. Das ist der einzige, ich habe ja vorhin über das Pendeln geredet. Das ist der einzige Vorteil vom Autofahren, ist, dass dein Kopf Jogging betreibt. Was manchmal nicht so schön ist. Manchmal kriegst du das Kopfkino und man denkt vielleicht an nicht so schöne Sachen. Aber ich habe halt viel über YouTube nachgedacht und entsprechend auch das Video rausgehauen. Und das ist sehr gut, weil ich angekommen. Na? Normalerweise habe ich immer so 5000 Likes oder irgendwas Gutes, immer ein bisschen mehr. Oder LOL-Trends gehen so manchmal in die 10.000. Das hat einfach 21.000. Was ist mit euch los, Leute? Also super lieb natürlich. Aber da merke ich ja einfach nur, dass ihr das mögt. Aber ja. Ja. Manchmal ist sogar über Nicht-LOL-Reden etwas Schönes. Ich fühle mich da ja manchmal schlecht so. Weil ich will ja auch jeden Tag, dass meine YouTuber... die ich gucke, ihren Shit machen. Na? Naja, aber vielen Dank auf jeden Fall für das positive Feedback. Das ist halt insane gut. Na? Und als Belohnung kriegt ihr heute die LOL-Trends. Mit einem guten Intro. Ich muss heute noch auf jeden Fall mit Simon reden. Simon, unserem neuen Cutter. Und normalerweise, wie gesagt, also viele bei uns machen vieles selbst. Und also ich mache 99% alles selbst. Aber wenn man da einen Cutter hat, der gerade nichts zu tun hat, ist natürlich klar, dass der Erste hier ist. Ja. Und ja. Ja. Da sage ich natürlich gleich, Junge, wir machen jetzt ein richtig schönes Intro. Ich glaube, er hat was Gutes vorbereitet. Also wir haben da so ein bisschen... Ich darf nicht so viel spoilern. Aber ist schön. Ist schön. Leben ist schön. Leben ist schön. Wir haben jetzt 3 Minuten Pause. Boah, ist auch ein gutes Spiel. Wie gesagt, also sowas mag ich, weil die Uhrzeit zum Casten ist so ein bisschen random. Ich glaube auch viele Arbeitskollegen fangen jetzt gerade an zu arbeiten. Und gerade Factory C hier unten, die werden wahrscheinlich denken, warum schreit hier 9.30 Uhr jemand einfach rum wie so ein Wahnsinniger. Wobei, das geht ja noch. Normalerweise bin ich ja doch dezent lauter. Aber das hängt halt auch von der Spannung des Spiels ab. Das muss man auch als Kommentator lesen. Na? Muss man lesen! Ob das jetzt sinnvoll ist, hier etwas zu hypen oder ob man sagt, bei 24-4 Killstand ist man, dass man ein bisschen entspannter bleibt. Aber ja, na, Lautstärke ist halt hier gegeben und da entschuldige ich mich natürlich bei allen. Ich glaube auch hier drüben ist jetzt gerade auch ein Raum von uns vermietet, mehr oder weniger an Studenten, die irgendwas über E-Sport machen. Die tun mir natürlich auch leid, wobei das sind Studenten, die sind ja noch nicht da. Und ja, na, machen da ihr Ding. Und ich freue mich auf jeden Fall. Also ich kann mich halt nur auf Sachen freuen. Ich freue mich jetzt auf das nächste Spiel, weil ich finde, die haben zwar beide unfassbar viel Fehler gemacht, aber war trotzdem ein Stück weit unterhaltsam. Gerade Flexisch. Also wie gesagt, Flexisch kennt ihr vielleicht aus der ESL-Meisterschaft. Und ich finde, er hat einen guten Job gemacht. Ich finde, da waren gute Escapes dabei. Da waren gute Situationen. Und ich finde, er hat halt wirklich nicht schlecht gemacht. Irgendwann hast du halt als Poppy trotzdem Probleme, wenn du halt gegen eine Cassio und gegen eine Vayne spielst. Du kriegst halt beide nicht mehr downgebürstet. Und dann Auditang bzw. ehen die dich zu Tode. Da will man natürlich nicht haben. Ja. Will man nicht haben. Natürlich sind nicht alle Studenten super faul. Also ich zum Beispiel hatte einen modularisierten Studiengang. Das bedeutet, ich konnte mir quasi meinen Stundenplan mehr oder weniger selbst machen. Also du musst natürlich beten, dass du in den diesen doofen Kurs kommst, weil du musst dich dann schnell eintragen und so weiter. Das ist halt auch ein Nachteil von modularisiert, weil es gibt halt einige, die sagen dann, ich mache das erst im 3. Semester. Das heißt, du bist in deinem 1., trägst dich da ein und dann ist die Hälfte 3. Semester und verstopfen den Kurs. Na, ist nicht so schön. Aber ich habe auf jeden Fall sehr viel in den 1. Semestern gemacht, damit ich dann in den nächsten entspannen konnte. Hat auch gut zu Dianas und meiner Familienplanung gepasst. Oder unserer Familienplanung. Und
Da war ich auch. Da gab es halt Tage, wo ich von 8 bis 8 da war. Und noch 2 Stunden hinfahren musste und 2 Stunden zurück. Also 1 Stunde hin und 1 Stunde zu. Also, Alter. Das war nicht so schön. Ja. Aber das Klischee des faulen Studenten, das ist halt kein Spaß jetzt. Also ich hatte auch nicht so häufig Freitag Vorlesungen und so. Aber da hatte ich einfach nicht. Naja. Aber Studenten machen es an einigen Stellen schon richtig, dass sie halt, dass diese Faulheit oder dieses sich viel ausruhen, das ist halt, oder das ja auch mal Zeit lassen. Ich glaube, ich kenne ganz wenige, die wirklich in der Regelstudienzeit ihren Abschluss machen. Viele lassen sich ein Semester mehr Zeit oder sowas. Gerade wenn es modularisiert ist. Du sagst, ich mach's nächstes Semester. Ja, ist auch okay. Denn ich habe mal einen Bericht gesehen, wo jemand etwas sehr Kluges gesagt hat. Und zwar hat er gemeint, wir werden ja immer älter und müssen auch immer länger arbeiten. Also die Rente verschiebt sich ja bis sonst wohin. Ja, irgendwann müssen wir bis 80 arbeiten. Und das heißt, du lebst natürlich länger. Der Staat sagt, ja, du kannst ja halt länger arbeiten. Na, aber wisst ihr, was die Schule sagt? Die Schule sagt, du musst schneller fertig werden mit allem. Und das ist halt eine übelst geboostete Ansicht. Also ich kannte halt auch nur das Turbo-Abi. Ich kann es nicht anders. Ich kannte nur 12 Jahre. Ich habe es spät erfahren in meiner Lebenszeit, dass man auch 13 Jahre braucht für ein Abitur. Also die 11. Klasse nur so ein Sprungbrett ist in die 12., wo man dann wirklich mit den Bewertungen anfängt. Und dann da gibt es ja noch quasi Realschulen und so weiter, die ja schon mit 16 fertig sind und so. Na, das ist halt insane schnell. Das ist halt übel früh. Und also der Punkt ist, wir haben immer mehr Zeit, wir haben immer mehr Zeit zum Arbeiten, aber unsere Studienzeit oder unsere Lernzeit wird gekürzt. Und die Schulen müssen sich noch mehr beeilen, Lehrer sind gestresst, Schüler sind gestresst, weil die halt natürlich das Wissen in den reinpressen müssen und der andere wird natürlich vollgepresst. Das ist halt, wir haben einfach so viel Zeit wie noch nie, na, aber nehmen uns nicht die Zeit. Und das ist halt für Schüler was wichtig. Also keine Ahnung, mit 16 auch. Ich meine, du bist Realschüler, bist mit 16 fertig und ich habe die so ein bisschen beneidet früher. Weil die halt dann erstens keine Schule, also nicht Direktschule, du hast dann Ausbildung, ist ja trotzdem noch Schule. Oder häufig Schule. Aber die haben schon teilweise angefangen zu arbeiten oder Ausbildungsgeld oder was weiß ich was zu bekommen. Ich übel neidisch, weil ich habe erst zum Zivildienst Geld gekriegt. Und Fakt ist aber, dass ich mit 16, das kann ich mir vielleicht nachher noch erzählen, wenn es ja zum Best of Three noch richtig kommt, dass ich mit 16 unfassbar geboostet war. Also mich hätte man niemals auf den Planeten schicken lassen sollen. In die Arbeitswelt, in die Ausbildungswelt. Du warst so ein Retard mit 16. Mit 18 weiß auch keiner, was er will. Total normal. Gut. Genug vom Leben. Ab in die Kluft. Ah, Team Liquid gegen Giants, immer noch das Motto. Team Liquid hat sich jetzt durchgesetzt. Seiten wurden getauscht. Das bedeutet, Giants muss nun die Pflichtbands übernehmen, sowas wie LeBlanc wird halt immer rausfallen, Ashe immer noch gegen Upset draußen, Rengar wird Rainover nicht bekommen, ich denke der Olaf-Ban wird ebenfalls noch von Giants folgen. Ryze natürlich auch nicht schlecht, Knight scheint ein Ryze-Main zu sein. Ryze finde ich aber auch übel nice, also freue ich mich jeden Tag, wenn er gespielt wird. Finde ich einfach ein richtig cooles Design so. Und ja, mal gucken. Und mal gucken, ob er uns Flex sich auch überrascht. Syrah. Hustle hat eine echt gute Syrah gespielt. Ich glaube, der hat die meisten Kills jetzt, glaube ich, am Ende immer noch gehabt. Ja, will es natürlich nicht haben. Also wirklich eine sehr allergische Reaktion, sage ich da gerne. Du siehst, dass er übelst gut ist. Einfach raus. Einfach nur raus. So, Syndra ebenfalls sich verabschiedet. Kann ich verstehen. Kann ich absolut verstehen. Und Rek'Sai. Diesmal für Rainover. Ja, es ist immer so ein Hin und Her, aber Rek'Sai ist gerade insane stark. Die Frage ist, ob Mighty Bear mit Lee Sin antwortet oder etwas anderes zur Verfügung hat. Ich bin ein bisschen überrascht, dass Rainover nicht Olaf genommen hat, aber wahrscheinlich, oder vielleicht hat er einfach keinen Bock gehabt, Olaf zu nehmen, während Rek'Sai immer noch als Bedrohung dasteht oder zur Verfügung ist. Vielleicht sollte es auch dazu dienen, quasi Rek'Sai. Oh, ich muss mich mal kurz stellen. Dass Rek'Sai von Mighty Bear gestohlen wird und Mighty Bear sagen muss, ja, was haben wir denn jetzt noch übrig? Hat auch jetzt nichts genommen. Cassiopeia und Nautilus zu nehmen hingegen finde ich insane gut. Lolo spielt die ganze Zeit Nautilus. Zack, weg ist er.
Und er hat auch, finde ich, wirklich gut gespielt. Er war wirklich ein guter, respektabler Nautilus. Und das ist, wie gesagt, mag halt den Champion nicht. Und auch Golden Glue hat bewiesen, dass er mit Cassiopeia stark ist. Aber wenn jetzt Cassiopeia eingeloggt wird, wird Golden Glue zu 99% Orianna nehmen. Fertig. Der nimmt jetzt einfach Ori. Das Matchup kennt der, das kennt der tausendmal. Ori hält durch. Ori shockwaved sie einfach nur aus ihrem Schlangenleben raus. So, ist absolut, absolut kein Problem. Und jetzt kann man sich halt noch überlegen, was für ein ADC man nimmt oder was für ein Support. Im Prinzip kannst du jetzt beide pre-picken. Der gestörteste Fall wäre jetzt aber zu sagen, wir nehmen noch einen Top-Laner. Also wir nehmen jetzt eine Poppy. Ja, zack, da ist es schon. Und nehmen den Support. Nehmen wir mal Thresh. Ich finde, Matt hat mit Thresh wirklich gut gespielt. Das war absolut kein Ding. Auch der Zyra-Bun ist da ganz clever, weil Zyra ist gegen Thresh gar nicht so bad. Also er macht wirklich sehr, sehr viel. Sie macht viel Schaden gegen ihn. Und Zyra kann Pflanzen vor sich spawnen lassen und somit den Hook abfangen. Es ist sehr, sehr schwer, gebe ich zu. Da muss halt wirklich schnell sein, weil gerade der Q-Spell nicht der schnellste ist. Aber man kann es schaffen. Oder generell kann man halt viele Pflanzen verteilen und Thresh kann nicht hooken. Der hookt halt voll dagegen. Der ist ja halt nicht so schön. Aber war bisher sehr, sehr clever. Orianna steht immer noch offen. Das bedeutet, man hat immer noch die Solo-Lane und den ADC. Und Piglet ist da, glaube ich, ein bisschen pinglich in dem Sinne, dass er halt wirklich genau wissen will, gegen was er, also gegen, er muss wissen, gegen was er so spielt oder gegen möglichst viele Gegner. Er kann nicht alles sehen, das ist halt der Nachteil der Blue Side. Aber zu wissen, wenigstens gegen welchen Support er antreten muss, macht die ADC-Wahl einfacher. So, Lee Sin Rexha ist auch ein Matchup, was unfassbar langweilig ist, was wir schon tausendmal gesehen haben, aber okay. Wir sind halt einer der stärksten Jungler und wenn Mighty Bear kein Olaf-Spieler ist, ist er kein Olaf-Spieler. Fertig. Ja, braucht man nicht drüber nachzudenken. Über Ezreal würde ich mich auf jeden Fall nicht freuen. Ezreal würde ich absolut schlecht finden. Jhin Thresh ist okay. Kann man machen, weil du nimmst auch dann Tahm Kench den Jhin weg. Normalerweise spielst du Jhin und kombinierst ihn mit Tahm Kench, weil es einfach so gut funktioniert. Und ich finde auch, Upset hat einen richtig guten Jhin gezockt. Aber ich würde mich einfach eher über einen Twitch freuen. So. Ich mag einfach Twitch sehr. Twitch finde ich einfach insane gut. Aber mal gucken. Mal gucken. Nimmt, aber hier, die Ori war ja klar, so, da müssen wir nicht drüber diskutieren. Aber Piglet hat sich dann für Jhin entschieden und wow, die schnellste Jinx EU. Sofort Jinx eingeloggt. Das ist cool. Also upsettet auf jeden Fall nicht, was die Picks angeht. Hat auch, finde ich, im vorherigen Spiel echt gut gezockt. Also da nochmal großes Lob an die Wahl der Spieler von Giants. Oder der Coaches oder des Managements. Upset auf jeden Fall, finde ich, eine solide Leistung gebracht. Mit Tahm Kench hast du auch einen Charakter, der Jinx sehr, sehr gut unter die Arme greifen kann. Beziehungsweise sie buchstäblich vernascht, wenn es Probleme geben sollte. Und sonst das Setup. Ja, die oberen drei Champions, da haben wir eigentlich wenig Interesse. Rek'Sai, die sind tausendmal gesehen. Poppy Nautilus, tausendmal gesehen. Wobei halt wirklich, als Lolo Nautilus gespielt hat, hat er Flexig unter Druck gesetzt. Also wir haben ja mehrmals die Kamera nach oben bewegen. Oder sie hat sich nach oben bewegt, ich habe ja keine Kontrolle darüber. Und haben gesehen, dass Poppy halb tot war. War sehr oft halbe HP, was natürlich an der Doppelring-Variante liegt und an der Aggression, die der Jungle auch gebracht hat. Also wenn du einmal da so nach hinten fällst, fällt es halt Poppy schwierig. Also sie hält die Lane so, aber sie ist halt immer halb tot. Ja, ist auch nicht schön, wenn du das die ganze Zeit bist. Fakt ist, die Rollen sind getauscht. Lolo muss jetzt mit Poppy zeigen, was er gegen seinen Main mehr oder weniger anrichten kann. Und das Midlane-Matchup kennen wir bereits. Da gibt es sogar Golden Glue den Vorteil, weil er mit Orianna, aber auch mit Cassiopeia gezeigt hat, dass er echt gut mit ihr ist. Also auch solche. Ich meine, das Schlimmste, was passieren kann, ist, wenn du auf der Solo-Lane einen Solo-Kill holst. Das darf halt in Competitive eigentlich nie passieren. Und das passiert halt wirklich nur dann, wenn man greedy wird, wenn man zwingend noch den Farm haben will oder das Play machen möchte und sich in dem Sinne auch outplayen lässt. So, und das. Ein sicherer Spieler macht es nicht. Also ein sicheres Spiel sieht so aus, es steht nach 15 Minuten 0-0-0. Und man hat durch irgendeine coole Rotation Kills oder Dive oder sowas forciert. Aber durch nichts anderes. Aber natürlich sind die Solo-Kills das Attraktivste. So. Das ist halt so dieses richtige Statement, dieses richtige, dieser virtuelle Schlag in die Eier. Ne? Wenn du es schaffst, im 1 gegen 1 als Ori, als Cassio, als Nautilus oder als Poppy einen Kill zu holen. Weil dann zeigst du halt wirklich, Junge, ich bin der Boss. Aber diese Situation verfälschen unfassbar hart, wenn der Jungler 1, 2, 3 Mal da war. Auch wenn er keinen Kill geholt hat. Es reicht halt manchmal wirklich, wenn er
wenn er den, auch wenn du nicht mal Beschwörer zurückbekommst. Es reicht halt wirklich, wenn du, keine Ahnung, die halbe HP nimmst und dadurch kannst du weniger machen. Also die Spiele berechnen ja auch. Wenn Poppy nur noch halbe HP hat, ja, dann positioniert sie sich natürlich Nautilus anders, als wenn sie volle HP hat. So, das sind halt diese kleinen Traits, die du dann auch in deinem Kopf vollführst und genau weißt, sorry, für das Minion da hinten kann ich nicht hin. Und wenn du das 3 oder 4 Mal machst, dann wirst du feststellen, jo, 20 Farben weniger. So, und das ist halt echt GG. Na, das ist halt einfach nur GG. Ich wurde auch gerade gefragt, warum so viel Thresh gepickt wird. Ich glaube, Thresh ist halt... Ich glaube, die Support-Meta wandelt sich so ein kleines bisschen, weil diese neuen Items natürlich viele Möglichkeiten geben. Also aktuell ist es sehr beliebt. Das ist auch ein überlegtes Item-Bild der Woche von mir, dass halt die Support auf diese unfassbar krasse Schildstärke gehen. Na, du kannst ja die Schild-Items stacken. Das kannst du im Prinzip schon immer. Aber es müssen nur unterschiedliche Items sein. Du kannst halt nicht sagen, ich stacke 6-mal Arden Sensor. Wurde früher übrigens gemacht. Na, aber dann hat Riot festgestellt, oh, das Item-Bild ist aber unkreativ. Na, das heißt, sie haben die Möglichkeit, das Healing zu stacken, im Prinzip entfernt, aber auf eine sehr kluge Art und Weise. Und zwar haben die gesagt, gleiche Items kann man nicht stacken, unterschiedliche Items gehen schon. Das heißt, du kannst den Ardent Sensor bauen, du kannst Redemption bauen, du kannst Mikaels oder was weiß ich was. Also all diese Items, die stacken. Es dürfen nur nicht die gleichen sein, auch wenn die Passive den gleichen Namen hat. Das heißt, du kommst auf übelst krasse Heal-Werte, das nutzen die Spieler. No, die gehen dann Redemption, Locket und sowas. Das sind halt, kriegst du einfach insane hohe Werte. Flasht er oder nicht? Das ist die Frage. Krass, sehr gut. Das war übel wichtig für Team Liquid. Knight musste Panic flashen. Er hat es doch zu weit vom Turret-Deck gegeben. Aber das ist okay. No, hat doch hier sich für Cleanse entschieden, was ich für übelst weird halte. Das ist halt wirklich weird. Normalerweise nimmst du Cleanse gegen... Gegen Zyra, sag ich schon, gegen Cassiopeia, ist sie eher umgekehrt. Oh, schöner Hook. Aber kein Flay danach. Muss man auch nicht. Naja. Auf jeden Fall unangenehm an der Stelle. Upp. Fakt ist, also um nochmal diesen Thrash-Punkt zu beenden. Wie macht der das? Kann der so viel Schaden machen, der arme Poppy, ey? Also diesmal natürlich flex ich auf der anderen Position. Fakt ist, dass Thresh auch von diesem Item-Build profitiert, ein Stück weit. Nicht so krass wie andere, nicht so krass wie eine Karma oder sowas. Aber es wird halt trotzdem, er geht halt trotzdem den gleichen Pfad und hat dann halt Face of the Mountain als sein ultimatives Mega-Schild-Item, was ja natürlich auch verstärkt wird. Aber das ist auch eine Präferenzsache. Also einige spielen halt immer noch sehr, sehr gerne Lolo. Lässt sich gerade Solo killen. Oh, der kam der Auto-Tank noch durch. Wird aber ein 1-1 Trade. Außer passiert irgendwas Schlimmes. Oh, stark! Oh, Rainover kommt da nicht mehr hin! Oh, Giant, so stark reagiert! Mighty Bear wird ihn jetzt auch kaputt chasen. Er hat keinen Red Buff, Flex, ich gehe sogar rüber, hat noch sein Schild aktiviert. Zack, Hook sitzt! Oh, das war close. Aber berechnet, 2-0 für die Giants. Wieder gut gemacht! Stark gemacht von Flexig, der Junge, der hat auf jeden Fall wirklich eine sehr, sehr schöne Laufbahn hinter sich gebracht. Wie gesagt, ist ein Frecher, aber spielt gut LOL. Ja. Muss man ihm einfach mal lassen. Und das war wieder ein Solo-Kill. Darf nicht passieren. Das sind auch zwei Tanks, die machen gar nichts. Also die können sich am Anfang töten, das ist ja das Witzige. Aber später gar nicht mehr. So, jetzt kommt der TP. Super. Oh, bitter. Der flasht weg. Matt wird somit getroffen. Zack, schön verschluckt. Oh, der Auto-Tag kam nicht durch. Oh, das ist bitter. Oh, das ist bitter. Matt ist immer noch da. Flex ich da. Oh, der Stun. Oh mein Gott, Lolo in letzter Sekunde. Und jetzt werden sie ihn abreißen. Zack. Giants. Oha, schon gut gemacht. Gut gemacht. Was ist denn hier los, Alter? Jetzt töte mal den Taucher, ey! Alter Schwede! Einfach 1000 Jahre gebraucht, aber gut rumgedreht. Matt hat 100 Jahre noch überlebt. Was man von Hustle am Ende nicht sagen konnte. Also Team Liquid, ja, die können sich wehren. TP-Play gleicht die Lane mehr oder weniger aus, außer Piglet. Piglet hat Kill, einen Assist bekommen, kommt mit dem BF zurück. Absolut GG, wer ein Upset in der Base War und nichts geholt hat. Ja, gar nichts. The hell? Ja, musste hier auch sich sofort zurückziehen. Der es geschafft hat, war auf jeden Fall auch eine knappe Geschichte. Aber hier hat ein Auto-Tag gefehlt, ne? Er wurde, glaube ich, vielleicht, ich weiß nicht, ob Flex schon ein Auto-Tag gecancelt hat, aber er will hier ran. Wird einfach in letzter Sekunde noch gestunt. Ja, und dann war es das natürlich. Dann wird auch das Mana von Piglet doch genau für den Root noch gereicht, muss man auch dazu sagen. Aber sie wollen ihn nicht töten.
Ist halt ärgerlich, weil Lolo. Ich meine, Lolo hat jetzt einen Kill bekommen. Das unterstützt seine Toplane-Situation. Aber eigentlich willst du alles Piglet in die Nase stopfen. So. Das wäre halt the dream. Na gut, Luba wird abgegeben. Das ist ein ganz schön delayed Luba. Aber trotzdem okay. Wenn ihn. Okay. Ein bisschen. Ja, die Quali geht auch ein bisschen runter, keine Sorge, die dreht sich gleich wieder von selbst hoch. Das ist manchmal so eine Clean-Feed-Geschichte. Zack, jetzt ist es wieder normal. Oder relativ normal. Naja. Läuft auf jeden Fall sehr, sehr schön. Um nochmal meinen Satz mit Thrash nochmal zu beenden. Ja, ich hab mich wieder erinnert. Ist wie gesagt eine Präferenzsache. Es gibt einige Thrash-Mains, die sind einfach unfassbar stark mit ihm. Und nutzen das Ganze auch so gut sie können aus. Aber es haben sich auch sehr, sehr... Also ich sag mal so, es gibt jetzt eine breite Palette und es kommt jetzt auf dich quasi an. Auf den einzelnen Spieler, worauf man halt entsprechend Bock hat. Und wenn du ein Thrash-Main bist, kannst du Thrash spielen und es geht auch einfach eiskalt für den Competitive-Preis. Wurde auch mehrmals gebannt. Also jetzt insgesamt natürlich sehr selten, aber es gab ein paar Bans, die ja gegen Thrash durchgekommen sind. Und es ist halt immer noch ein Supporter, der einfach unfassbar viel Utility mitbringt. Also diese Laternengeschichte ist halt immer nice. Die ist ausnahmslos immer nice. Und damit natürlich auch mit einer gewissen Existenzberechtigung versehen. Aber ja, ich kann mich auch an die Zeiten erinnern, wo nur Karma und Zyra und Namis und was weiß ich was gespielt wurden. Und auch die haben natürlich die Möglichkeit, diese Champions zu spielen, weil einfach nur die Support-Items gerade wirklich stark sind. Also Support hast du ja gerade, was das Climb und sowas angeht, wirklich, wirklich gute Karten. Das ist halt kein Ding. Tja, da hast du natürlich das Nachladen nicht so schön. Ja, wenn das Minion vor deinen Augen stirbt und du kannst es nicht nasthitten. Albtraum. Aber naja. Toplane, wieder komplett ausgeglichen. Eine etwas andere Vorgehensweise. Da ist der Hook mehr oder weniger auf beide. Oh, schöner Flash. Das war ganz wichtig. Hassan wäre sonst festgehalten worden. Jetzt kommt die Utility mit der Laterne dazu, aber das ist ein bisschen Selbstmord. Ja, oder Takes reichen da nicht aus. Der Lee Sin, der leidet. Rainover kann ihn gut auseinandernehmen, aber Knight, der war schneller. Schönes Cleanse. Dafür war es da, aber er ist trotzdem noch in absoluter Unterzahl. Putz, wird jetzt hier erledigt. Auch Mighty Bear sucht den Tod. Warum er das gemacht hat, werde ich wahrscheinlich in meinem ganzen Leben nicht verstehen. Aber, ne, ich spiele auch zum ersten Mal Lee Sin. Ich weiß es nicht. Jinx noch nicht Level 6, die beiden sind noch übel low, ey. Dass sie sich zurückgezogen haben, war die vollkommen richtige Entscheidung. Aber Team Liquid spielt das etwas sauberer. Man sieht es, schöner Engage mit der Jhin Ultimate. Letzter Schuss, beziehungsweise alles auf Hustlin. Hier wurde Upset sogar nochmal getroffen. Man versucht mit den Outtakes ihn wirklich zu erledigen. Aber Mighty Bear, also Mighty Bear war halt... Ja, das habe ich ja nicht verstanden. Knight hat es hier wirklich nicht schlecht gemacht. Konnte halt den Supporter killen. Dass er hier nochmal für Piglet flasht, ist mir auch rätselhaft. Und weit. Wie geht er nicht denn da rein? Wieso sagt sein Buddy ja? Verstehe ich halt überhaupt nicht. Einfach nur, my buddy is telling me yes. Fliegt er dazu. Und das sind unnötige Kills. Und wir haben, das letzte Spiel wurde wegen Unnötigkeit verloren. So, jetzt leidet Flexisch. Poppy hat einen Autotech daneben gesetzt, aber ist nicht schlimm. Na, Lolo. Wieder das 1 gegen 1, den 1 gegen 1 Kill geholt, mit den defensiveren Items wohlgemerkt. Na, das war jetzt kein Barmies, was er da hatte, im Gegensatz zu Flexisch. Aber das darf nicht passieren. Gerade, wie gesagt, nicht unter Tanks. Bitte nicht unter Tanks. Na gut. Ich meine, hier muss man auch dazu sagen, hat Nautilus sogar einen Vorteil. Ja. Er kann ganz normal, weil Poppy so viel normalen Schaden macht, Sunfire und sowas gehen. Das hat echt deinen Schaden gut erhöht, während natürlich Flex sich selbst sehr viel Magic Damage macht. Gegen Magic Damage gehst du natürlich Spectre Cowl und so weiter, hat jetzt auch geholt und gehst danach erst Barmies. Das heißt, du hast das schlechtere Sunfire. Barmies ist einfach schwächer. So. Und mit der Rüstung, der frühen Rüstung schütze dich auch besser. Gegen Nautilus zu schützen, ist einfach schwieriger. Das heißt, er geht mit dem Vorteil rein, ist aber nicht die Doppelring-Variante gegangen. Vielleicht sich sagt, ein Dorans muss genügen. Aber es genügt offensichtlich nicht. Und das darf wirklich nicht passieren. Also es ist cool, wenn es passiert, aber es darf es nicht. Dafür ist es nicht competitive genug. Aber manchmal muss man Risiken eingehen.
Manchmal muss man aggressiv sein, um dem Gegner auch keinen großen Vorteil zu geben. Weil sonst verlierst du halt im Farm und in der CS-Zahl. Und dann ist es quasi GG. So, hier wartet man, hier will man Ori ganken, aber Ori ist schon kilometerweit entfernt. Man versucht einen 4-Mann-Dive. Und ich glaube, das geht gut. So, Teleport kommt raus. Man muss natürlich Upset früh töten. Geht aber schlecht, weil Hustlin hat ihn verschluckt. Oh, die Shockwave! Die war gar nicht so schlecht gedacht. Die Tower-Aggro muss aber langsam an Reynow abgegeben werden. Das macht mir jetzt auch. Flexig wird hier abgeholt. Lolo ist ebenfalls zur Stelle. Sollte sich nicht gegen 3 Mann anlegen, wenn ich ehrlich bin. Das ist ein bisschen viel. Piglet. Oh, der Flash übers Miasma. So eine knappe Geschichte. Thrash nun getreten, um Lolo hochzuwerfen. Aber der lebt immer noch. Mighty Bear mit dem Mighty Flash. Kriegt jetzt hier den Mighty Hook. Oh, aber die Ehrenlosigkeit rettet ihn. Wenn auch nur knapp. Alles super low. Na, der Einzige, der gestorben ist, ist Flexi. Ich weiß nicht, ob die Ultimate zur Verfügung stand. Oder ob die auf Cooldown war. Weil wenn, dann war es ärgerlich. Aber schöne Koordination von Team Liquid. Da hat jeder jedem geholfen. Eine Orianna ist auch in sowas übel nützlich, weil sie ja noch diese Schildmechanik zur Verfügung hat. Und bei Bedarf andere unterstützen kann, wenn sie gerade keinen Schaden anrichtet. Hier, man sieht es, bei Rainover hat die nochmal beschleunigen können. Verzichtet natürlich auf Damage nach der Shockwave, muss man auch dazu sagen. Also, ja... Hier hätte vielleicht der Dissonance-Schaden zu ja, früheren Kills oder sowas geführt. So war jetzt wirklich nur einer dabei. Das hat Piglet nicht ganz überstanden, aber schön hier drüber geflasht. Und Mighty Bear, ja. Wo war das Q von ihm? Er flasht jetzt hier nach vorne, um den Slow drauf zu kriegen, aber sein Team ist halt kilometerweit entfernt. Man kann froh sein, dass Temp kennt. Aber wo war Mighty Bears Q? Er hat doch getreten dann? Hm. Naja. Werden wir nicht so schnell erfahren. Itemtechnisch geht auch Piglet hier den Essence Reaver oder Infinity Edge. Hier sieht mehr Infinity-mäßig aus, ne? Kann man, ja, es ist ein sehr traditionelles Itembild. Sehr langsames, aber ist okay. Ich meine, Infinity Edge hat dann den großen Vorteil, dass du halt deine Ult und so weiter und deinen natürlichen Crit stärkst. Crit ist ja eh immer mit dem vierten Schuss. Warum soll das nicht 250% stark sein? Na, kann man ja machen. Warum denn nicht? Beziehungsweise hier natürlich an sich verstärken. Tam Kench Solo Q kommt jetzt hier dazu. Aber da ist natürlich Thrash mit dieser Laternen Utility super nice. Deswegen auch Thrash beliebt mit 5er Boots. Nicht nur, dass du dich dem Gegner perfekt nähern kannst und zu Fuß zum Beispiel den Gegner mit dem Flay engage statt mit dem Hook, sondern genau für so eine Geschichte. Du stehst weiter hinten, wirfst die Laterne, haust einfach ab und ehe der Tam Kench, obwohl er schon gebufft worden ist, dazu kommt. Ihr seht es, er rennt einfach auf ihn zu mit dem Flay. Da kommt der Hook. Oh, aber Piglet fokussiert. Hustlin? Das verstehe ich jetzt nicht so ganz. Jetzt kommt der Knock-Up von Rainover. Ist immer noch in der Tower-Aggro. Ziemlich nice ist. Tankt das. Jetzt tankt Piglet. Das ist nicht so nice. Da muss er sich zurückziehen. Und ja, okay. Da tanzt jemand. Oh, schöner Knock-Up! Oh, war das wichtig! Richtig gut gemacht von Rainover. Das ist aber eine natürliche Mechanik, die einfach klappt. Also deine Auto-Attack-Range ist größer als die Q-Connection-Range. Ja, wenn ihr das, wenn ihr versteht, was ich meine. Wir warten erstmal, bis Mighty Bear tot ist. Und dann erkläre ich euch das. So, da ist er explodiert. Knight will ja auch noch sterben. Also, Rek'Sai ist natürlicher Lee Sin-Counter, weil er das Q, das zweite Q, abbrechen kann. Er kann ihn hochwerfen, bevor das Q connected. Da musst du im Prinzip nichts machen, außer im Boden zu sein und Shift-Rechtsklick zu drücken. Oder A-Klick irgendwo hin. Das heißt, der Attack-Move ist halt intelligent genug, um Lee Sin abzufangen, bevor das Q, bevor quasi dein, der Fuß von Lee Sin dein Gesicht erreicht. Oder das Knie, je nach Skin. So. Und das ist halt... super nice. Das hat ihm hier gerade wirklich das Leben gerettet. Nicht schlecht gemacht. Ganz großes Lob. Und Mighty Bear tut mir natürlich leid. Also das ist eine Situation, wo man wirklich hätte viel reißen können, aber Team Liquid, die wollen das schnelle 2-0, auch wenn Giants sich hier größte Mühe gibt, fällt gerade ihr Kartenhaus gnadenlos zusammen und du hast halt einen Piglet. Du hast einen Djinn, der auf Infinity geht. Das ist Infinity First. Das langsamste Item wird. Das ist wie Rabadons First in der Mitte. Das macht man eigentlich nicht. Djinn ist natürlich ein Stück weit eine Ausnahme. Und da steht 404. So ein bisschen weniger Farm. Aber 1500 Gold, also ein BF-Vorsprung. Und jetzt wird jedes Item, was sich Djinn holt, übelst hart spiken. Also normalerweise holst du dir coole kleine Items und dann das Infinity Edge. Aber er sagt, ich baue erst das große und jedes kleine Item, was ich mir hole, wird halt insane. Insane. Wir nehmen erst aufgewacht. Wieso muss dann Mighty Bear gegen Lee Sin Bobby Rek'Sai freispielen? Ja, das ist natürlich für Lee Sin ein Albtraum-Matchup.
Er kann halt wirklich von allem abgefangen werden. Hustlin jetzt hier hart im Fokus. Lol, oh, der ist halt übel low. Key wurde hier auch abgebrochen. Wahrscheinlich sogar die richtige Entscheidung. Das wäre wirklich sehr schmerzhaft gewesen. Ja, Lee Sin wurde gar nicht so spät gepickt. Aber Reino war, glaube ich, Rek'Sai war hier First Pick. Das bedeutet, man hat sich da sofort einen starken gesichert und dann, ja, dann willst du natürlich trotzdem deine Solo-Lanes weghalten und nimmst halt Lee Sin, weil Rek'Sai Lee Sin ist ja normal. Aber, ja, vielleicht kam auch relativ spät erst dazu. Ist halt mutig. Ich meine, es ist jetzt kein Instant Lose, wenn du gegen Poppy und Thresh ran musst. Also gegen Poppy ist halt schmerzhaft, aber so ist es halt. Poppy Nautilus Matchup haben wir bei den Intel Extremer so ungefähr 1 Million Mal gesehen. Das ist halt nichts Neues. Da müssen halt die Sins mehr oder weniger drum rumspielen. Aber das passiert manchmal in der Pick-and-Ban-Phase. Auf der Red Side kannst du halt immer nur einen Pick perfekt verstecken. Und selten entscheidet man sich, gerade bei dem Meta, einen Jungler in der Hinterhalt zu behalten. Hier war es quasi die Jinx, die den Last Pick dargestellt hat. Was ich auch verstehen kann. Also eine Jinx, wie oft sieht man die schon? Und wenn man die sieht, will sie im völligen geistigen Bewusstsein sein und auch wissen, was sie erwartet. Eine Jinx wirst du halt nicht first picken. Aber so ist es. Es ist halt ein bisschen verfahren, was die Matchups entsprechend angeht. Aber manchmal muss man halt, also die Teams, die Trainer müssen halt mehrere Sachen berechnen. Wir müssen erstens berechnen, spielt der überhaupt Champion A und Champion B? Also gegen Rainbow wird Rengar und Olaf gebannt. Mighty Bear, keine Ahnung, ob der Rengar und Olaf spielt im Competitive-Bereich. Schönes Flay hier, um ein bisschen Schaden zu verhindern. Laterne ist raus, Piglet kann ihn aber nicht verteidigen. Die gehen halt all in auf den. Da ist er halt sofort down. Vielleicht noch eine Racheaktion möglich. Aber Hustlin, ja, Hustlin hat hier schon mehrmals weh gedrückt. Kann ihn da ohne Probleme retten. Naja, also das ist quasi die persönliche Präferenz des Spielers. Ist halt sehr, sehr entscheidend. Dann muss man auf das Lane-Matchup achten, was quasi fast schon der Präferenz dazugehört. Competitive-Player oder LCS-Spieler. Müssen wir hier den Teamfight. Oh, was für ein grausamer Tod. Direkt in die Shockwave. Die Frontline hat es quasi sofort zerböllert. Ja, gut. Ja, Hustlin und Flex, ich habe es ja gut abgesprochen. Ja, gehen da einfach rein, um da schön ja, zu inten quasi. Tor wird aber genommen. Mittlerweile der dritte Turm, also Team Liquid, dreht das Spiel quasi um. Letztes Spiel waren Giants so weit vorne, weil es von den Kills nicht so krass war. Aber ja, halt mehrere Möglichkeiten gehabt. Um aber meinen Satz zu Ende zu bringen, weil diesen Engage, da müssen wir, glaube ich, nicht viel drüber reden. Ich meine, der Ori-Ball war halt instant drauf. Boom, zack, tot. Ja, überhaupt keine Chance. Also die Prävenz des Spielers ist wichtig, spiele diesen Champion überhaupt. Und wie gesagt, es wird zur Zeit sehr, sehr schnell gepatcht. Das heißt, der Champion-Pool ist bei vielen zwar gegeben, die spielen auch viel Solo-Queue und so weiter, aber Competitive kannst du nicht jeden Champion auspacken. So, ein anderer Punkt ist das Matchup. LCS-Spieler wollen ein ordentliches Matchup haben. Die haben halt keinen Bock zu sagen, ich gehe in eine Situation rein, wo ich weiß, ich kriege auf der Lane auf die Schnauze. Und viele wollen auch Picks haben, wo du auf der Lane Kills holst. Na, wo du halt sagst, ich will dominant sein, ich will den anderen zerstören auf der Lane. Weshalb es ja auch viele angekotzt hat, irgendwelche Tanks zu spielen Top-Lane. Die wollten Playmaker sein in irgendeiner Form, was ja cool ist, weil wir natürlich auch was dann davon haben. Und zwei Tanks oben sind halt langweilig, normalerweise. Normalerweise sterben die ja auch nicht, je höher der kompetitive Anspruch ist. So, also das muss man auch beachten, ne? Spieler heulen, weil sie den Pool nicht haben. Spieler heulen, weil sie ein Matchup haben, was sie gewinnen wollen. Sie wollen eine aggressive Lane, auf Teufel komm raus. Ja, da willst du halt gegen den Twisted Fate, meinetwegen willst du einen Fizz nehmen, weil der halt einfach sagt, ich kill den, ich bin Fizz, ich kill den. Naja, aber Fizz passt nicht in jede Komposition rein, weil dann brauchst du mindestens eine Sevier oder sowas, damit du Wave Clear hast. Weil falls irgendwas schief geht, musst du Vasallen von deinem Turret weghalten. Das kann Fizz nicht. Fizz ist einfach bad im Defensiv sein. So, zack. Oh, stark! Stark gemacht von Matt hier mit dem Powerhook. Muss natürlich leiden, aber Mighty Bear noch mehr. Oh, der lebt. Na, okay, der lebt nicht mehr. Da rennt die Jinx einfach mit dem Raketenwerfer kurz vorbei. Schade, war aber ein gutes Play. Müssen wir auf jeden Fall loben. Hustlin wird hier ewig verlangsamt. Jetzt kommt der Flash raus, also Rainover. Geduld verloren. Putz! Golden Glue schnappt sich mit dem Attack-Move den Kill. Also mit dem Ball-Attack-Move offensichtlich. Naja, sehr, sehr schön gemacht.
Und der dritte Punkt, an den der Trainer denken muss, also er muss sich zweimal das Geheule vom Spieler anhören, ist die Komposition. Du willst natürlich einen Champion auch so picken, dass er in die Composition packt. Du willst eine gute Frontline haben, wenn du eine gute Backline hast. Also wenn du Late-Game-Charaktere hast, brauchst du Tanks, die den Late-Game-Charakteren die Zeit geben, zu powern, Damage zu machen. Du hast hier Poppy Rek'Sai zum Beispiel. Übel beefy. Die sind insane kräftig. Früher hat man Maokai Toplane und Gragas Jungle gespielt. Undying Frontline. Undying. Ja, die war einfach tanky as hell. Oh, das war gut. Aber da geht er nicht rein, oder? Nee, der wäre sofort tot. Reno war die insane hochgeworfen. Naja, Fakt ist, das sind drei Dinge, an die man denken muss. Und dann passiert es natürlich, dass irgendjemand den Kürzeren zieht. Und Lee Sin zieht hier den Kürzeren. Ah, das war übel stark. Das war einfach wirklich stark. So, und Mighty Bear, ja, der muss halt gegen Champions ran, die ihn wirklich gut auf die Ketten gehen können. Und es ist kein einfacher Job als Trainer und Analytiker. Weil, ihr habt ja gehört, zwei Drittel hängt davon ab, ob der Spieler geboostet ist oder nicht. Oder es hängt einfach davon ab, ob der Spieler erwachsen ist oder nicht. Von LCS-Spielern wird halt viel auf der moralischen Ebene, auf der ethischen Ebene und natürlich auch auf der Kompetenzebene erwartet. Wenn du ein Spieler bist, der sagt, der Trainer... Der kann mich mal. Ja, dann ist GG. Wie willst du da eine gute Komposition spielen, wenn der Dude einfach im Kopf 14 ist und auf dich nicht hört? Nichts gegen 14-Jährige, aber... Ich meine, irgendwann kommt die Sturm- und Drangphase, wo man einfach keinen Bock hat, auf alles zu hören, so. Außer auf sich selbst. Und das ist halt bei League of Legends-Spielern nun mal normal. Du wirst halt mit 16, 17 rekrutiert und bist halt als Mensch noch lange nicht fertig. Du bist komplett geboostet als Mensch. Ja. Aber du kannst doch keinen 24-Jährigen in dein Team holen als ADC. Den lachen alle aus. Das ist ein Opa. Ist viel zu langsam. Und das ist immer diese Gratwanderung, die man ständig gehen muss. Super anstrengend. Super anstrengend. Du brauchst quasi einen 17-Jährigen, der mental 24 ist. Und sich halt, der auch einfach zuhört. Und das macht, was andere sagen. Das ist halt gar nicht so einfach. Gut, Genuinely Mate. Kann als Engage-Tool genutzt werden. Matt. Zack. Oh, der trifft natürlich den Carry. Wird gefressen, aber das ist kein Problem. Schöner Knockup von Lee Sin. Versucht irgendwie wegzukommen. Redemption. Ist auch da, aber Code Glut zerfetzt einfach Lee Sin. Knight ist hier der Nächste. Auch Hustlin hat zwar ein Riesenschild. Wird aber hier das Ganze nicht überstehen. Team Liquid. Ja, die werden jetzt hier natürlich quasi den Dark Passage Super Move machen und einfach nur Giants komplett überrollen. Irgendwann gerät der Schneeball nun mal ins Rollen. Piglet hat jetzt nachgeladen. Schön nochmal durch das Beschleunigungsfeld gelaufen. Das heißt, Flexis wurde geslowt und das eigene Team beschleunigt. Und dann ist natürlich irgendwann auch dieser junge Mann down. Sehr, sehr stark gemacht. Team Liquid snowballt ihren Vorteil nun sehr, 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 sehr hart. Im Gegensatz zu Giants im letzten Spiel, die auch ähnliche Vorteile hatten. Die hatten auch 6 Türme zu einem Turm und so weiter. 5000 Gold Vorsprung. Aber konnten trotz der vielen Fehler, die Liquid aufgewiesen hat, nicht den Sieg holen. Und die Amerikaner sagen sich, Leute, vielen Dank, wir ziehen das jetzt hier durch. Oder kommt jetzt hier der Steal? Kommt der Oh, Mighty Bear! Ja, da rein kannst du halt gar nicht. Smite auch sehr sauber. Mighty Bear ist irgendwie trotzdem noch drinne. Trotzdem noch gelandet. Hustlin war quasi die Absicherung. Der hätte ihn auch über die Wand fressen können und so weiter. Das geht ja. Der Tam kennt schon ein sehr großes Maul. Kann ich auch aus dem Baron Pit rausfressen. Aber war hier unmöglich. Und hier sieht man auch dieses runde Setup. Ne? Du kannst mit Rek'Sai Flash engagen. Du kannst mit Poppy flanken. Oder einfach mit Jhin einen verlangsamen. Und Thrash rennt da einfach wie ein Wahnsinniger nach vorne. Schöne Flashes von den Carries hier. Aber die haben nicht zusammengehalten. Also Knight hätte zu Jinx flashen können. Dann wären sie wenigstens beisammen. Zwei Carries können sich sehr wohl gegen einen Tank verteidigen. Gerade zwei Late Game Carries. Aber hier hat es nicht sollen sein. Man wird einfach gnadenlos überrannt. Poppy ignoriert auch Türme ab der 20. Minute. Da ist es absolut kein Ding. Sieht halt wirklich sehr gut aus. 10.000 Gold Vorsprung hat man jetzt. Baron Buff hat man. Man verteilt sich auf mehrere Lanes. Oder so ein bisschen verteilt man sich. Also man zieht es lang. Poppy ist alleine oben. Kann sie auch machen, weil Poppy wird 10 Tage lang durchhalten. Auch wenn da auch eine Jinx ist. Jinx konnte bisher noch wenig anrichten. Hat jetzt erst den 2 den Power Spike, während Piglet schon den Blutdurster anvisiert. Und wer noch nie ADC gespielt hat, glaubt mir, der Blutdurster ist unbezahlbar. Also der ist insane teuer. Ich möchte halt niemals ADC sein, weil einfach nur die Goldpreise abnormal hoch sind. Bringt natürlich auch viel, aber es ist mir zu hoch. Das
einfach too high. Und du hast eine 808 Orianna, die den Einte-Bild nicht über das Rabadons eingeschlagen hat. Oh, upset! Er ist hinter die Wand geflogen. Zack, da ist der nächste down. Der wurde einfach mit einer Shockwave erledigt. Also mit einer Combo eher. Das ist auch der Vorteil, ne? Ich wollte jetzt gerade über das Itembild von Orianna reden. Orianna hat sich gegen das Rabadons und für das Ludens entschieden. Das hat mehrere Konsequenzen. Deine Schilde sind schlechter, weil du hast offensichtlich weniger EP. Das Item ist aber billiger, ist also schneller zur Verfügung, weshalb auch der Voidstuff auch schon ohne Probleme da ist. Und Ludens Echo synergiert insane gut mit Penetration. Das habe ich ja, glaube ich, auch beim gestrigen Tag erklärt. Wenn du ein Item hast, was einen festen Damage-Wert hat, wie zum Beispiel Gunblade meinetwegen, oder der Ludens-Effekt oder Protobelt. Das sind alles Items, die natürlich auch ein Scaling haben, aber die auch einen festen Wert mit sich bringen. Und diesen festen Wert kannst du nur steigern, indem du indirekt den Schaden erhöhst. Das heißt, du penetrierst die gegnerische Magieresistenz. Du senkst die Magieresistenz, plötzlich macht der Protobelt mehr Damage. Oder er kommt seinem Base-Wert immer, seinem vollen Wert immer näher. Und das gleiche passiert bei Ludens. Ludens Echo-Effekt ist super schmerzhaft und führt natürlich mit Voidstuff dazu, dass du sehr viel Schaden machst. Und jetzt kommt quasi der Oberkicker. Die erste Rotation, also du drückst alle Spells, dann machst du mit dem Runic, beziehungsweise mit dem Ludens Echo-Effekt mehr Damage als mit Rabadons. Wie diesen 100 Schaden. Ein bisschen mehr als 100 Schaden. Die erste Rotation, da ist es einfach besser. Das sieht man hier an Flexig sehr gut. Der hat hier ordentlich gelitten. Redemption wird immer gecastet. Mighty Bear ist schon wieder super mighty. Wird jetzt aber gegen Orianna fallen. Da hast du auch überhaupt keine Chance mehr. Matt muss ein bisschen aufpassen. Vielleicht ist er sogar noch davon. Turret wird fokussiert werden. Man geht direkt über die Side hin. Oh, schon wieder! Upset! Upset it! Lässt sich da 6 Kilometern von dem Hook treffen. Team Liquid holt das zweite Spiel für sich. Ja, relativ sauber sogar an der Stelle. Wirklich gute Leistung gebracht. Bin da gespannt, was morgen dann quasi, beziehungsweise heute Nacht oder morgen Nacht eher, morgen. Sein wird definitiv Team Liquid, aber super schön gemacht. Es ist 10.10 Uhr, das heißt, ich habe einen ganz normalen Arbeitsstart, was natürlich auch sehr, sehr schön ist. Ja, wir sind ja alle absolut im Zeitplan voraus, was aber auch total okay ist. Trotzdem gute Leistung gebracht, cleveres Itembild gewählt mit dem Lunens, zumal der auch noch diese hohe Laufgeschwindigkeit hat. Und man hat es ja gesehen, eine Burst-Kombo hat ausgereicht, dass Ori stirbt. Nicht Ori, sondern Cassio, Entschuldigung. Einfach Bam, Boom, Bang. Sehr, sehr schön. Und das ist natürlich schon, ja, das ist natürlich schon das Ende. Nicht mal 3 Stunden habe ich heute kommentieren dürfen. Aber so ist das manchmal. Es waren halt wirklich schnelle Games. Gerade Dark Passage wurde halt in 20 Minuten jedes Mal vernichtet. Da kannst du analysieren, wie du willst. Aber es ist halt einfach nur GG. Und Team Liquid offiziell weiter. War auch eine solide Leistung. Ich denke, man hätte ja 3 Spiele forcieren können, aber nur, wenn das erste Spiel von Giants wirklich hätte besser genutzt werden sollen. Sie waren vorne und haben dann quasi, also Team Liquid hat übelst viele Fehler gemacht, aber Giants hat später die heftigeren gemacht, die konsequenzreicheren. Was halt unvorstellbar ist. Also Team Liquid hat halt so oft gefailt. Aber in diesem Spiel waren sie wesentlich konstanter, wesentlich. Gut, ich hoffe, das Ganze hat euch gefallen. Ich wünsche euch einen wundervollen, entspannten Tag. Na, der Tag beginnt ja erst. Na, viel Spaß in der Schule, falls ihr sehr spät zur Schule geht. Viel Spaß beim Studium, viel Spaß beim Zuhause chillen und gute Besserung für diejenigen, die krank sind. Ich würde sagen, haut rein. Tschüss, ihr kleinen Nuggets.